Sanofi Panzburg. Auf Gleis 11 wird jetzt für Sie bereitgestellt der Eurocity nach Warschau über Frankfurt-Oder und Potsdam-Glorwien. Im Namen der Bundesregierung möchte ich Ihnen ganz herzlich gratulieren zu Ihrer Entscheidung, nach Polen auszuwandern und verspreche Ihnen, dass ich nach der nächsten Bundestagswahl direkt hinterherkomme. Da kommt auch schon Ihr Reiseführer. Bitte begrüßen Sie den langjährigen Schauspieler der bekannten TV-Serie M.Jak Miloc, M.Jak Miloc, M.Jak Miloc, M.Jak Miloc, Steffen Müller! Szebrzeszynie chrząszcz brzmi w ścinie i Szebrzeszyn z tego słynie. Długo pyta, panie chrząszczu, po co pan tak grzęszczy w gąszu? Jak to po co? To jest praca, każda praca się opłaca. A cóż za to pan dostaje? Też pytanie. Wszystkie gaje, wszystkie trzciny, powsze czasy, łąki, pola oraz lasy, nawet rzeczki, nawet stroje, wszystko to jest właśnie moje. Guten Abend. Machen Sie sich bitte keine Sorgen, das geht jetzt nicht so weiter. Ich wollte Ihnen nur mal zu Beginn die vermutlich wichtigsten Wörter in polnischer Sprache vorstellen, die jeder deutsche Auswanderer unbedingt kennen sollte. Es handelt sich um den berühmtesten polnischen Zungenbrecher. Und zwar ist das ein Gedicht von Jan Brzechwa. Es hat 35 Verse. Aber wenn Sie nur den ersten Vers können, Szebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie, zu Deutsch, in Szebrzeszyn, einer Kleinstadt in Südostpolen, die auch kein Pole aussprechen kann, zirpt ein Käfer im Schilf. Wenn Sie nur diesen einen Vers können, werden Sie Folgendes erleben. Sie fahren morgen rüber nach Polen in Ihre neue Heimat. Sie tanken an der ersten polnischen Tankstelle. Der Tankwart kommt raus, Sie stellen sich hin und sagen, Szebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. Der Tankwart guckt Sie an. Dann geht er in die Knie und gibt Ihnen den halben Tank umsonst. Und wenn Sie das gesamte Gedicht können, 35 Verse, so wie ich, dann haben Sie eine Rolle in einer polnischen Telenovela sicher. Und darauf bereite ich Sie heute Abend vor. Herzlich willkommen, Berlin! Ja! Ich freue mich, es ist tatsächlich voll geworden, meine Damen und Herren. Ich habe es ehrlich gesagt nicht bezweifelt. Die Veranstalter hier waren nicht so optimistisch. Ich hatte vor zwei Wochen hier vom BKA einen Anruf. Herr Müller, lassen Sie es uns absagen. Wir haben gerade mal 32 Karten verkauft. Ja, ich sage, wieso? Ist doch noch zwei Wochen Zeit. Ja, aber wir haben hier unsere Erfahrungswerte. Wenn das nicht mindestens zwei Wochen vorher zur Hälfte ausverkauft ist, dann hat es keinen Sinn. Ja, ich habe gesagt, ich habe aber auch meine Erfahrungswerte. Und zwar müssen Sie wissen, ich habe ein spezifisches Publikum. Da sind häufig viele Polen dabei. Und das sind Menschen, die ticken ein bisschen anders. Die haben ein anderes Verhältnis zur Planung. Die viele von denen, die werden auch um 19.30 Uhr noch nicht wissen, wo sie um 20 Uhr sind. Ich freue mich, dass ich das bewahrheitet habe. Dobry wieczór państwu. Witam serdecznie. Przepraszam. Przepraszam z góry, że dzisiaj będę mówił głównie po niemiecku, ale obiecuję, że później nadejdzie wasza chwila, kiedy musicie mi pomóc. Proszę państwa, wybaczenie. Meine Damen und Herren, keine Sorge, ich habe nur mal ganz kurz auf Polnisch gesagt, dass hier heute Deutsch geredet wird. Das ist ein Abend, der sich an Sie richtet, an Berlinerinnen und Berliner, die ihr letztes Geld für die Eintrittskarte ausgegeben haben. Meine Damen und Herren, Sie sollen nicht enttäuscht werden. Heute werde ich Ihnen eine neue Perspektive für Ihr Leben bieten. Mein Name ist Steffen Müller und ich habe meinen Beruf schon wieder gewechselt. Die Bundeskanzlerin hat es kurz angesprochen. Ich war Schauspieler in dieser Fernsehserie. Also ausgewandert bin ich 1994 nach Polen. 7 Jahre lang war ich Deutschlehrer. In der Zeit habe ich abends immer den Zungenbrecher gelernt. Und dann im Jahr 2001 habe ich angefangen, in dieser Serie mitzuspielen, dazu später mehr. Aber nach 7 Jahren, nach 7,5 Jahren, im Jahr 2010, habe ich meinen Beruf schon wieder gewechselt. Es war bei einem Heimaturlaub in meiner Heimatstadt
Wuppertal. Das hier ist die Schwebebahn, das Wahrzeichen unserer Stadt. Meine Damen und Herren, sie fährt seit 112 Jahren über der Wupper entlang. Aber ihre Existenz ist stark gefährdet, denn Wuppertal ist pleite. Wuppertal hat nicht einmal mehr das Geld, um einen Schraubenzieher zu kaufen. Wuppertal ist im deutschen Städteranking auf dem vorletzten Platz. Nach uns kommt nur noch Hagen. Wuppertal hat im Jahr 2011 350 Millionen Euro neue Schulden aufgenommen, 2012 420, Gesamtschuldenstand 2012 über 3 Milliarden Euro. Wir haben hier ein Foto von der letzten Haushaltssitzung des Stadtrates. Das Schauspielhaus soll jetzt geschlossen werden. Unser Fußballverein, der WSV, ist in die vierte Liga abgestiegen. Die Stadtbibliothek hat kein Geld mehr für die Anschaffung neuer Bücher. Und das Schlimmste, seit etwa 8 bis 10 Jahren verliert Wuppertal pro Jahr zwischen 3.000 und 5.000 Bürger, die auswandern, raus aus der Stadt. Wir hatten zu meiner Zeit noch 400.000 Einwohner, jetzt im Augenblick haben wir gerade mal noch 350.000. Wir haben hier ein Foto von Wuppertaler Auswanderern. Wenn man das sieht, könnte man glauben, das sei 1989 an der deutsch-deutschen Grenze entstanden, dieses Foto. Falsch. Das Foto ist von 2011 an der Stadtgrenze von Wuppertal nach Solingen. Und Sie werden vielleicht fragen, ja, was wollen denn die Wuppertaler da jetzt in Solingen? Bleiben die da? Nein, die gehen weiter. Meine Damen und Herren, wir zeigen Ihnen jetzt eine Statistik, die Sie überraschen wird. Das ist hier heute Abend kein Kabarett. Das hier ist eine Reality-Show. Fakten, Fakten, Fakten. Jetzt kommt eine Statistik, die ich mir nicht ausgedacht habe. Die beliebtesten Auswanderungsländer der Deutschen im Jahr 2011. Da sehen Sie auf Platz 1 mit fast 11.000 Bundesbürgern CH. Das ist nicht China, wie viele glauben. Soweit ist es denn doch noch nicht. Das ist die Schweiz. Auf Platz 2 die USA, fast auch genauso viele, knapp 11.000 Menschen. Und auf Platz 3 nicht Mallorca, nicht Italien, sondern Polen. Hätten Sie das gedacht? Ja. Nicht alle wissen das. Nicht alle wissen das, meine Damen und Herren. Polen. Was wollen die Wuppertaler in Polen, fragt man sich. Wollen die da in der Serie mitspielen? Nein, da bin ich. Meine Damen und Herren, das sind ganz clevere Leute, die dahin ausgewandert sind. Das war schon 2010 so, da waren sogar 12.000 Bundesbürger, die rübergegangen sind. Das ist ein neuer Trend. Das sind Bundesbürger, die total auf Zack sind, die sich nicht davon beeindrucken lassen, dass man hierzulande nur von irgendwie Griechenland, Portugal, Italien redet. Nein, in Polen ist ein Wirtschaftswunder seit etwa 8, 9 Jahren, seit dem EU-Beitritt 2004, wie wir es in Deutschland in den 50er und 60er Jahren hatten. Das Bruttosozialprodukt wächst jedes Jahr zwischen 3 und 8%. Arbeitslosigkeit hat sich stark reduziert. Jetzt vor der Fußball-Europameisterschaft im Sommer 2012 wurden 20 Milliarden Euro investiert in die Wirtschaft. Im Augenblick werden in Polen 4 Bahnhöfe neu gebaut, komplett neu in Katowice, in Poznan, in Przemyśl und in Lodz. Jedes Mal etwa 600 Millionen Euro. Viermal Stuttgart 21 und kein Mensch demonstriert, alle sind happy. Das ist Wirtschaftswunder. Ja. Und meine Damen und Herren, im Krisenjahr 2009, Sie erinnern sich vielleicht, war Polen sogar das einzige von 27 EU-Ländern mit einem positiven Wirtschaftswachstum. Bitte sehr. Ja. Da haben wir hier, da hinten ist Spanien minus 13, Deutschland minus 5%, Lettland minus 18, Litauen minus 15, Griechenland haben wir nicht mehr drauf gekriegt. Und da oben sehen Sie eine grüne Insel im Roten Meer plus 1,7% Polen. Wenn ich mir das vorstelle, wie sich die Welt verändert hat. Als ich ausgewandert bin, 1994, da wurden mir am Bahnhof in Wuppertal noch die letzten Polenwitze erzählt. Sie kennen diese Witze, ja? Man hat ja nicht mehr den Mut, die zu wiederholen angesichts dieser Zahl. Aber einen muss ich Ihnen trotzdem erzählen. Einfach damit Sie mal ein Gespür dafür kriegen, wie sich die Weltgeschichte verändert hat. Da stand einer, das war wie gesagt 1994, da stand einer auf dem Bahnhof in Wuppertal, hat mir noch hinterhergerufen: Steffen, pass auf, in einer Kneipe sitzt ein Pole, ein Ossi und ein Wessi. Und da kommt eine gute Fee und sagt, jeder von euch hat einen Wunsch frei. Und da sagt der Pole, na, ich hätte gern, dass jeder Pole einen Porsche bekommt.
Gut, der Wunsch ist erfüllt. Und der Ossi sagt, ich hätte gern, dass die Mauer wieder aufgebaut wird. Es war besser vorher. Gut, der Wunsch ist erfüllt. Und du, fragt die gute Fee den Wessi, was willst du? Sagt er, wenn jeder Pol einen Porsche hat und die Mauer wieder steht, ein Cappuccino bitte. Entschuldigung, das war damals die Stimmung, ja? Übrigens, das Interessante, als ich dann rüberkam nach Polen, da kamen wieder Witze. Diesmal über uns Deutsche, liebe Leute. Witze, auf die ich sie vorbereiten muss. Die werden kommen, liebe Auswanderer. Da braucht man dickes Fell. Ja, da muss man drüberstehen, Souveränität zeigen. Die Pointe ist sowieso fast immer dieselbe. Ich mache es kurz. Warum brauchen deutsche Männer zwei Viagra-Pillen? Weil nach einer nur der rechte Arm hochgeht. Gut, ich habe gesagt, souverän bleiben. Ja. Aber jetzt gibt es neue Witze, meine Damen und Herren. Die Polen sind doch nicht blöd, die lesen auch Zeitung. Und jetzt kurz nach der Fußball, nach der Olympiade jetzt im Sommer, wurde ich in Warschau angesprochen, da im Zentrum in der Nähe vom Kino Femina, wo ich wohne, kam mir mein lieber Freund Wojtek entgegen und meinte, hallo Steffek, weißt du schon, wo die nächste Olympiade stattfindet? Ja, ich sage, klar, 2016 in Rio. Ja, sagt er, und weißt du auch, wer die Goldmedaille im Hammerweitwurf gewinnen wird? Ich sage, wahrscheinlich ihr Polen. Nein, pass auf, als erstes wirft der Russe. 80 Meter, der Stadionsprecher läuft dabei. Wahnsinn, wie haben Sie das gemacht? Ja, sagt der Russe, ich bin Holzfäller in Sibirien. Ich trainiere jeden Tag mit der Axt im Wald, deswegen habe ich solche Muskeln. Als zweites wirft der Pole. 100 Meter, sind Sie Holzfäller? Nein, sagt der Pole. Ich bin Bergmann aus Oberschlesien, aus Rodaschonska. Ich trainiere unter Tage mit einem Kohlepickel, deswegen habe ich solche Muskeln. Als drittes wirft der Deutsche. 200 Meter! Sind Sie Holzfäller oder Bergmann? Nee, sagt der Deutsche, ich bin Arbeitsloser aus Berlin. Was? Verstehe ich nicht. Ja, mein Vater ist arbeitslos, mein Großvater ist arbeitslos und der hat zu mir gesagt, Junge, wenn dir hier in Berlin einer mal einen Hammer in die Hand drücken will, wirf ihn so weit weg, wie es geht. Leute, diese Witze werden kommen. Das ist die Sprache der Zahlen, ja? Obwohl sich die Welt so stark verändert hat, und obwohl schon seit 3 Jahren etwa 10.000 bis 12.000 Bundesbürger pro Jahr nach Polen auswandern, gibt es immer noch eine große, große Mehrheit von Deutschen, die es nicht mitbekommen haben. Ewiggestrigen Statistiken sagen, dass 70% aller Deutschen noch nie in Polen waren. Wir haben Ihnen das hier mal grafisch veranschaulicht, zusammen mit den wichtigsten deutschen Städten. Meine Damen und Herren, 70% waren noch nie drüben. Hauptgrund, Angst vor der Reise. Ja. Wenn man nach Polen fährt, dann höchstens mit gepanzerten Konvois, ja, vorne und hinten irgendwie Bundesgrenzschutz, Hubschrauber. Das ist natürlich alles Quatsch. Aber meine Damen und Herren, weil die Verhältnisse so sind, habe ich mir im Jahr 2010 überlegt, so viele Bundesbürger sitzen drüben, wollen nach Polen, aber haben Angst vor der Reise. Deswegen muss ich jetzt eine neue Mission beginnen. Ich habe meine Arbeit in der Fernsehserie beendet und ich arbeite seit 2010 in meinem neuen Beruf als Emigration Consultant, Auswanderungsberater. Meine Damen und Herren, seit 2,5 Jahren fahre ich quer durch diese Republik und mache Shows wie diese hier. Ich miete Theater und lade Menschen ein zu Kollektivberatungen, so wie jetzt. Hinterher nach der Show gibt es dann auch noch eine Einzelberatung da drüben. Da können Sie mir individuelle, intime Fragen stellen. Wir haben sogar ein Institut gegründet, das Wuppertaler Institut für Zukunftsforschung, WIFZ. Ich bin Gründungsdirektor und einziger Mitarbeiter. Und seit 2 Jahren sammeln wir die wichtigsten Fragen, die uns immer wieder gestellt werden. Die erste Frage lautet regelmäßig, Herr Möller, das ist ja alles schön und gut, aber wie komme ich denn zu den Polen? Doch wohl nicht mit meinem Auto. Meine Damen und Herren, gut, kommen wir direkt als erstes zu diesem Punkt. Wir machen es kurz, kein langes Umgerede. Ich zeige Ihnen jetzt wieder eine Statistik, die Sie umhauen wird. Die registrierten Fahrzeugdiebstähle der letzten 13 Jahre. Da sehen Sie oben in blau, die Zahl der deutschen Autodiebstähle ist auch zurückgegangen von 162.000 im Jahr 98 auf
77.000 im Jahr 2011. Das gestrichelt hier ist die Prognose, leider stabil. Unten sehen Sie in Rot die Zahl der polnischen Autodiebstähle. Und das ist jetzt sehr interessant. Da gibt es einen Rückgang von 61.000 im Jahr 98 auf 15.900 im Jahr 2011. Das ist ein Rückgang um 75%. Das hat zu tun mit dem gestiegenen Lebensstandard, aber auch mit dem modernsten Autoregistrierungssystem, was es derzeit in Polen gibt. Deutsche Polizisten fahren seit einiger Zeit zu Workshops und Seminaren nach Warschau rüber. Und jetzt Achtung, jetzt wird's interessant. Sehen Sie die gestrichelte Linie da, die Prognose? Kann man das sehen von hinten? Ja, das geht ja runter, runter, runter bis in den Minusbereich. Ich weiß nicht, ob Sie was von Mathematik verstehen, aber ich kann Ihnen das kurz erklären. Im zweiten Quartal 2013 schneidet der Graf die X-Achse und das heißt, dass Sie bei der Einreise nach Polen ein Auto geschenkt haben. Ja. Da steht der Ministerpräsident Donald Tusk und gibt Ihnen die Schlüssel in die Hand. Sie brauchen sich nur noch entscheiden, Audi, BMW oder Porsche. Also, wer ganz clever ist, der wandert noch nicht morgen aus, sondern erst am 1. April 2013. Meine Damen und Herren, jetzt weiß ich aber leider aus vielen Beratungsshows, ich kann mir hier den Mund fusselig reden. Viele Bundesbürger glauben mir trotzdem nicht. Wir sind ein Volk von Mythomanen. Wir lieben unsere Mythen, unsere Klischees, unsere Vorurteile. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt. Wir fahren jetzt nicht mit dem Auto rüber nach Polen. Wir simulieren heute Abend hier in Berlin für Sie eine Reise rüber nach Polen. Sie sollen Ihre Ängste abbauen. Wir werden jetzt zusammen rüberfahren. Ich erkläre Ihnen unterwegs die wichtigsten Kulturschocks. Wir machen einen kleinen Sprachkurs und dann sind Sie fit, dann fängt Ihr neues Leben an, meine Damen und Herren. Wir fahren mit dem Zug. Wir fahren mit dem Zug, da passen wir alle rein. Jeden Tag gibt es von Berlin aus 5 Züge rüber nach Polen. Einer nach Danzig, einer nach Krakau und 3 nach Warschau. Er fährt hier los am Berliner Hauptbahnhof. Das brauche ich ja wohl niemand zu erklären, da können Sie hintrampen oder fahren Sie BVG. Da geht's los, meine Damen und Herren. Hier fährt der erste Eurocity nach Warschau morgens um 6.40 Uhr los. Ja? Ich weiß, das ist eine brutale Zeit, aber wer ein neues Leben anfangen will, der muss auch einmal früher raus. So, meine Damen und Herren, wir steigen jetzt ein in diesen Zug. Er heißt Berlin-Warschauer-Express mit dem blauen Band der Sympathie. Da steigen wir ein. Ich habe hier mein Survival-Suitcase. Da ist alles drin, was wir für die ersten Stunden brauchen. Und jetzt steigen wir ein in diesen Zug. Sie sehen an meiner Miene, ich bin morgens um 6.40 Uhr nicht so gut drauf. Ich brauche vor allen Dingen eins, ein Frühstück. Und deswegen lasse ich meinen Koffer jetzt hier im Abteil und gehe direkt weiter in den Speisewagen. Sie haben recht gehört, ich lasse den Koffer alleine im Abteil. Da ist noch nie was passiert in 19 Jahren. Jetzt sind wir schon im Speisewagen. Der Speisewagen ist mein Lieblingsort im BWE. Der Speisewagen wird gepachtet von den polnischen Staatsbahnen. Und ja, das ist ein wunderbarer Ort. Er hat sogar einen Namen, der Wars. In der DDR hießen die Speisewagen Mitropa, in Polen heißt es Wars. Die Kellnerinnen und Kellner sind ausschließlich Polinnen und Polen, gekleidet in den Landesfarben Rot und Weiß. Die sind alle sehr nett, die können mehrere Sprachen, Englisch, Französisch, Italienisch, einer macht gerade einen Finnischkurs. Aber ich muss Sie darauf vorbereiten, wir werden heute nicht mit denen Deutsch oder Englisch reden, denn wir sind ja Auswanderer, meine Damen und Herren, wir sind ehrgeizig, wir wollen was erreichen, wir haben unseren Sarrazin gelesen, Integrationsschraube anziehen, wir wollen in Polen richtig Karriere machen, wir wollen nach ganz oben. Und deswegen werden wir in diesem Zug heute nur Polnisch reden. Ja? Aber machen Sie sich keine Sorgen, ich bin ja bei Ihnen, Ihr Immigration Consultant. Meine Damen und Herren, wir setzen uns an ein Tischchen und jetzt beginnt unsere Reise vor uns 560 Kilometer von Berlin nach Warschau. Meine Damen und Herren, und die Reise beginnt. Der Zug fährt raus aus dem Berliner Hauptbahnhof. Wir sind ein bisschen nervös, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich nochmal nach links und nach rechts um, wer da sitzt. Vielleicht sehen Sie die Person schon nächstes Jahr in Ihrem neuen Leben in Rzeszów, in Ruda-Śląska oder in Danzig bei der Elternpflegschaftssitzung Ihres Kindes. Jetzt geht's los, meine Damen und Herren. Der Kellner hat uns gesehen und kommt auf uns zu und sagt zu uns,
Unsere beiden ersten Wörter in polnischer Sprache. Herzlichen Glückwunsch. Sind Sie schon nervös? Ihre beiden ersten Wörter in polnischer Sprache kommen jetzt. Jetzt ist der Moment. Ihr neues Leben fängt jetzt an. Zwei Wörter, sagt der Kellner zu Ihnen. Dzień dobry. Das bedeutet Tag guten. Dzień heißt Tag, dobry heißt gut. Ja? Man könnte sagen, das ist schon der erste Kulturschock unserer Reise. Die Polen drehen das um. Ja? Die sagen nicht guten Tag, die sagen Tag guten. In allen anderen slawischen Sprachen sagt man es so wie im Deutschen. Guten Tag, also zum Beispiel Dobry Dzień oder Dobar Dan. Nur die Polen machen es andersrum. Kleiner Vorgeschmack dessen, was sie erwartet. Abends machen sie es dann seltsamerweise wieder richtig. Abends sagen sie Dobry Wieczór. Ja, guten Abend. Also nicht Wieczór Dobry. Abend guten, wie man ja erwarten sollte. Nein, das wäre zu simpel. Ich suche hier seit 20 Jahren ein System. Ich habe es noch nicht gefunden. Aber ist ja auch egal, wir simulieren ja zum Glück eine Vormittagsfahrt. Meine Damen und Herren, Dzień dobry, können wir das mal zusammen üben? Ihre beiden ersten Wörter, alle zusammen. Eins, zwei, drei. Dzień dobry. Das ging sehr gut. Ja. Das ging ein bisschen zu gut. Da waren jetzt Native Speaker dabei. Kochani, proszę, dajcie tym Berlinczykom jedną szansę. Mówiłem wam, wasza chwila nadejdzie później. So, ich hab den Polen nur immer ganz streng gesagt, dass die jetzt mal ruhig sein sollen. Meine Damen und Herren, wir machen das jetzt nochmal. Aber ich habe ja noch eine andere Gruppe hier heute im Publikum. Ich habe einmal die Native Speaker, ich habe die Berlinerinnen und Berliner da, aber dann habe ich noch eine Gruppe da. Ich wusste gar nicht, wie groß diese Gruppe ist. Ich habe es jetzt in den letzten zwei Jahren gemerkt, überall in Deutschland. Es sind nicht Tausende, es sind nicht Zehntausende, es sind Hunderttausende. Sie sehen ganz normal aus. Sie sitzen auch heute mit Sicherheit hier, ich bin ganz sicher. Die Rede ist von deutschen Ehemännern polnischer Frau. Ja, also unglaublich. Man schätzt die Zahl der deutsch-polnischen Partnerschaften auf über 500.000. Polinnen sind mit Abstand die beliebtesten ausländischen Ehepartnerinnen der Deutschen. Ab und zu. Wer hat denn da jetzt geklatscht, der Ehemann oder die Frau? Meine Damen und Herren, ab und zu kommt es auch nach der Show vor, dass zu mir in die Einzelberatung ein umgekehrtes Paar kommt. Sie ist Deutsche, er ist Pole und die sagen dann schon ganz kleinlaut, guten Abend, wir sind die Ausnahme. Sie brauchen sich nicht schämen. Herzlich willkommen auch an alle Ausnahmen. Aber meine Damen und Herren, zum ganz überwiegenden Teil sind es Männer und machen wir uns nichts vor. Die ganz überwiegende Zahl dieser Männer hat nicht gewusst, worauf sie sich einlässt. Das ist so. Ich weiß es. Frustrationsapplaus. Das sind Menschen, die müssen teilweise seit 20 Jahren zweimal im Jahr rüber nach Polen zur Schwiegermutter, nach Rzeszów, Rudaschanska oder Terespol. Und da sitzen sie dann an Weihnachten und an Ostern. Vier Tage lang in der Küche, angekettet. Und die Schwiegermutter steht daneben. Jeder Tag ein Kilo. Und ich habe gehört in der Einzelberatung erschütternde Einzelschicksale. Ein Mann hat mir erzählt, Herr Müller, am fünften Tag habe ich einen Blinddarmdurchbruch simuliert, um ins Krankenhaus eingeliefert zu werden. Es hat mir nicht geholfen, die Schwiegermutter kam hinterher und hat mich mit Bigos gefüttert. Ja, ich kann es nachfühlen. Meine Damen und Herren, meine liebe Ehemänner, Sie sind mir heute ganz besonders herzlich willkommen. Ja. Bitte schreiben Sie alles sorgfältig mit, was ich hier heute erzähle. Ihre Ehe wird sich verbessern. Wir machen das jetzt nochmal, diese beiden Wörter. Nur Ehemänner bitte und Ausnahmen. Dzień dobry. Ich weiß, Sie können das nach 20 Jahren. Ja, Tag gut. Das kann man nach 20 Jahren. Aber vielleicht darf ich Ihnen noch eine Kleinigkeit erklären, die Sie noch nicht wussten. Was für Kenner. Ja. Über dem N von Dzień sehen Sie ein kleines Strichlein. Oh, das ist eine ganz feine, subtile Geschichte. Das ist kein Apostroph. Das ist kein Druckfehler und auch kein Accent aigu. Das ist ein Weichheitszeichen. Wenn da kein Strichlein wäre, würde man sagen, Dzień dobry. Weil aber das Zeichen da ist, sagt man, Dzień dobry.
Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie keinen Unterschied gehört haben. 7 Jahre Sensibilisierung liegen vor Ihnen, ja? Das kann man nicht sofort verstehen. Ist jetzt auch egal. Wir üben das jetzt nochmal. Dzień dobry. Nur Ehemänner, mit oder ohne Weichheitszeichen, ist mir wurscht. Also, 1, 2, 3. Da sind Sie. Haben Sie das gemerkt? Das ging 3 Oktaven runter. Herzlich willkommen, liebe Ehemänner. So, wenn Sie das so sagen, ja, mit diesem schönen Weichheitszeichen, das jetzt etwa 80% drin hatten, dann ist der Kellner begeistert. Ja? Das ist er nicht gewöhnt von deutschen Auswanderern, dass die auch nur Tag guten sagen können. Ja? Die meisten von diesen 10.000, die darüber gehen, die können gar nichts. Ja? Die wollen drüben LKW-Fahrer werden und haben nicht mal einen Führerschein oder direkt Staatspräsident. Vollkommene Illusion. Aber wir haben uns vorbereitet und wir zeigen jetzt dem Kellner, wir sind fit. Wir waren sogar im Immigration Consulting bei Steffen Möller und wir verwickeln jetzt den Kellner in ein kleines Gespräch. Unser Zug donnert mit 160 Richtung Asien. Meine Damen und Herren, wir fragen jetzt einfach mal eine kleine Frage, ja, man muss nichts Originelles fragen, einen kleinen Smalltalk. Wir fragen einfach mal, wie geht's? Ja, wie geht's? How are you? Aber nicht auf Deutsch, nicht auf Englisch. Wir fragen auf Polnisch. Und es ist ganz simpel, 2 Wörter, die Sie sich jetzt bitte aufschreiben. Jaktam. Jaktam. Ich sage direkt für die Native Speaker, ich könnte hier auch fragen zur Swiracz oder Jakshiemasch. Mache ich aber extra nicht, weil da ein Zischlaut drin wäre. Und es gibt ja leider in Deutschland dieses dumme Klischee, dass in jedem polnischen Wort ein Zischlaut drin ist. Ist aber totaler Quatsch. Fast 5% aller Wörter haben keinen Zischlaut. Und aus diesen 5% habe ich die Frage gebastelt. Jaktam heißt wörtlich wie dort. Ja, aber umgangssprachlich heißt es, wie geht's, können Sie mir glauben. Also jetzt alle zusammen wie dort. Jaktam. 1, 2, 3. Jaktam. Gut. Und jetzt kommt der erste Kulturschock. Der zweite schon. Meine Damen und Herren, auf die Frage, wie geht's, erwarten Sie vermutlich ein routiniertes Gut. Sehr gut, super. Ja, natürlich wüssten Sie in diesem Moment, dass das eine totale Heuchelei ist. Ja, gestern Haus abgebrannt, Bein gebrochen, Hund gestorben. Aber so ist es nun mal in Deutschland. Wir sagen immer gut. Ja, haben wir uns so angewöhnt, das ist dieses Positive Thinking, das wir vielleicht von den Amerikanern übernommen haben. Keep smiling, ha 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 ha. Mit dieser entsetzlichen Heuchelei ist es in Polen zum Glück vorbei. Denn dort gilt nicht Positive Thinking, sondern Negative Thinking. Und das ist eine wunderbare Sache, das muss ich Ihnen kurz erklären. Negative Thinking, das heißt Realismus, schonungsloser Realismus mit einer Prise Depression. Und auf die Frage, wie dort, wie geht's, antworten Sie bitte nie wieder gut. Gut heißt auf Polnisch Dobrze, aber das Wort existiert nur in der Theorie. Sie antworten bitte 2 Wörter, die Sie sich jetzt bitte aufschreiben. Es gibt keine andere Möglichkeit. Sie lauten Stara Bieda. Stara Bieda heißt die alte Armut. Stara heißt alt, Bieda heißt Armut. Sie kennen das vielleicht ein bisschen aus dem Ruhrgebiet. Da ist es ein bisschen auch so, na wie ist es, wie soll es sein, es muss, ja. Aber in Polen ist es noch ein Zacken härter, ja. Ich war vor einiger Zeit in Warschau, im Süden Warschaus, in einem Studentenwohnheim und da hing unten an der Glastür ein Plakat des Hausmeisters. Morgen um 17 Uhr kommt der Kammerjäger, jutet euch hier den Nass, wenn ihr Desinsektia. Und darunter hatte ein Student geschrieben, und um 18 Uhr kommen die Kakerlaken zurück. Das ist Negative Thinking, hier das Symboltier, eine Warschauer Kakerlake. Ja? Und Sie müssen das ein bisschen auch reinbringen in dieses Stara Bieda. Können wir das nochmal zusammen üben? Stara Bieda, alle zusammen, 1, 2, 3. Stara Bieda. Nee, Leute, da hat mir jetzt ein bisschen die fatalistische Melodie gefehlt. Ja? Ich mache Ihnen das mal vor, Sie müssen mal darauf achten, wenn sich die Polen untereinander unterhalten, da ist oft so eine, so da überschlägt sich die Stimme so ein bisschen, so eine Kopfstimme. Na, dann wird jeder nie mehr ein Pozojakutsche haben. Zucker wurde das Natschutsche, dann darf ich irgendjemand Pojecha. Ja? Also Sie müssen das so ein bisschen so, ja? Stara Bieda. Alle zusammen. 1, 2, 3. Stara Bieda. Wunderbar. Man merkt, dass die Spätschau und die Leute können es. So. Meine Damen und Herren, Stara Bieda,
die alte Armut. Ich hatte mal übrigens eine nette Mail von einem Ehemann, der hat mir Monate nach der Show geschrieben, lieber Möller, ich habe zu Hause in meinen Aufzeichnungen nachgezählt. Sie haben gesagt, Startup Bieda hieße die alte Armut. Im Deutschen haben wir aber drei. Was ist denn im Polnischen bitte die? Ja, gute Frage. Heute Abend werden alle Fragen beantwortet. Gucken Sie mal. Es gibt im Polnischen keine Artikel. Der, die, das haben die nicht, so wie im Lateinischen. Und wenn man sich das genau überlegt, ist das wieder ein Grund zu emigrieren. Gucken Sie mal. Ich habe dieses Buch geschrieben. Ja, Viva Polonia, das ist die deutsche Version. Das hier ist die polnische Version. Dasselbe Buch. Und jetzt, Achtung, jetzt vergleichen Sie das bitte mal. Kann man da den Unterschied, können Sie das sehen? Ja? Die polnische Version hat 66 Seiten weniger. Ja, warum? Ja, warum? Und das ist ja die Artikel, machen das. Das sind 66 Seiten Artikel. Wenn Sie das sich überlegen, das ist ja Druckerschwärze, die geht in unsere Flüsse, ins Grundwasser, polnisches Ökologisches. Der Öko lernt polnisch. Meine Damen und Herren, jetzt ist eine dumme Situation eingetreten. Wir wollten eigentlich nur harmlos fragen, wie geht's? Jetzt steht da so ein Kellner vor uns und hat gerade gesagt, was da wir? Ja, was macht man jetzt? Jetzt hat man als Deutscher den Impuls zu sagen, Kopf hoch, Junge, das wird schon wieder los, der Tag ist noch jung. Das wäre falsch. Das wäre wieder positiv thinking. Ja? Sie müssen ganz im Modus bleiben. Und deswegen sagen Sie jetzt bitte ein Wort, das ich Ihnen beibringen muss. Mein persönliches Lieblingswort in der polnischen Sprache, auf das der Kellner insgeheim wartet. Es lautet... Trudno. Trudno bedeutet schwierig. Schwierig, aber so im Sinne von Pech gehabt. Ja? Shit happens, ja. Kann man nichts dran ändern. Ja. Meine Damen und Herren, können wir das mal zusammen üben? Ja. Ich mache Ihnen das noch einmal kurz vor. Der Optimist in Polen sagt, Leute, es hat doch sowieso alles keinen Sinn. Morgen kommen sowieso die Russen und deportieren uns alle nach Sibirien. Daraufhin sagt der Pessimist, deportieren? Was Quatsch, oder? Zu Fuß müssen wir laufen. Und da sagt der andere, also, alle zusammen, eins, zwei, drei. Wunderbar. Ja. Vielleicht ein bisschen zu begeistert. Trudno. Meine Damen und Herren, und wenn Sie das so gesagt haben, ist auch schon der erste Bahnhof erreicht. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Berlin Ostbahnhof. Ja, hier steigen ein paar Leute aus dem Zug aus. Das muss ich Ihnen ehrlich sagen. Es gibt immer ein paar, die aussteigen. Das sind die Angsthasen, die jetzt schon die Hosen voll haben. Die wollen doch nicht nach Osten, ja. Aber keine Sorge, wir fahren weiter. Ich bin ja bei Ihnen, meine Damen und Herren, Ihr Immigration Consultant. Jetzt steht der Kellner immer noch vor uns. Und wir fahren jetzt Richtung Frankfurt an der Oder weiter. Eine Stunde Fahrt, 80 Kilometer. Für die meisten Berliner gefühlte 2000 Kilometer. Meine Damen und Herren, und jetzt sagt der Kellner zu uns einen kleinen, kurzen Satz auf Polnisch. Dieser Satz lautet... Kawa Herbata. Kawa heißt Kaffee, Herbata heißt Tee. Interessant für uns, liebe Auswanderer, ist das Wort in der Mitte. C-Z-Y. Wenn man das sieht als normaler, was weiß ich, Wilmersdorfer, hat man vielleicht keine Lust mehr auszuwandern. Aber keine Sorge, ich bin ja bei Ihnen, wir machen das jetzt hier Buchstabe für Buchstabe. Das Y hatten wir schon in Tag Guten, ne? Dzień dobry, so Ö. Und CZ, dafür gebe ich Ihnen jetzt eine Eselsbrücke, die Sie sich bitte merken. Bei CZ denken Sie bitte in Zukunft immer an den großen polnischen Komponisten Peter Tschaikowski. Das CZ entspricht dem Tschai. Was, Russe? Das dachte ich auch früher. Aber es hat sich dann herausgestellt in Polen, der Großvater väterlicherseits war sehr wahrscheinlich Pole. Ja. Können Sie nachgucken. Ich habe so einiges erfahren in Polen, meine Damen und Herren. Man könnte fast sagen, ich weiß heute, dass fast alle Großen der Weltgeschichte letztlich aus Polen sind. Ja, also Moment. Das ist kein Kabarett, das ist eine Faktenshow. Meine Damen und Herren, die halbe deutsche Nationalmannschaft brauche ich ja wohl niemand zu erklären. Dann, der deutsche Fußballmeister. Hm?
Polonia Dortmund. Wer spielt denn da? Waschikowski, Lewandowski, Piszczek. Jetzt hat jemand in Polen schon sehr intensiv geforscht. Jürgen Klopp, der Trainer. Angeblich Schwabe. Die Großtante, mütterlicherseits also dann über die zweite Ecke, die war aus Oberschlesien. Und die hießen damals noch Klopp-Chic. Und die haben sich dann umbenannt, ja, germanisiert, Klopp. Ja, weil Klopp-Chic heißt ja auch Klöpschen, Idiote. Jürgen Klöpschen möchte man ja nicht heißen. Germanisiert, typischer Fall. So, egal, oder hier, Marco Polo. Marco Polo, was heißt denn das? Markus der Pole. Angeblich aus Venedig. Alles Quatsch, der kam aus Kutno, aber das nur am Rande. Meine Damen und Herren, dieses Wort spricht man aus Chill. Ja? Kaffee, Chill, Herr Walter, und Chill heißt oder. Ja, Kaffee oder Tee, fragt der Kellner uns. Und das ist kein Zufall, dass er das hier gerade fragt. Denn wo fahren wir gerade hin, meine Damen und Herren? In diesem Zug gibt es gar keine Zufälle. Hier ist alles genau geplant. Wir fahren wohin gerade? Nach Frankfurt an der Chill. So, haben Sie wieder ein Wort gelernt. Ja? Kaffee oder Tee? Und jetzt kommt der nächste Kulturschock. Auf die Frage Kawatsche Herbata sage ich immer Herbata Tee. Und dann kommt der Kellner und bringt mir meinen Tee in so einem Glas. Leute, zur Information, auch in Polen hat siedendes Wasser 100 Grad Celsius. Ja? Hier fehlt etwas. Ja? So, und dann stehst du da und sagst, Wasser, Wasser. Und dann sagt der Kellner immer ganz cool, Saucho ab. Fass dir ans Ohrläppchen, da ist es kühler. Ja? Polnische Sparmaßnahmen. Damit Ihnen das nicht passiert, empfehle ich Ihnen, nehmen Sie billige Handschuhe aus dem Obi, 4,99 €, und Sie trinken Ihren Tee wie ein Pole. Die brauchen das nicht, die haben Hände aus Asbest. So, und jetzt, meine Damen und Herren, sind wir auch schon im letzten deutschen Bahnhof angelangt, Frankfurt an der Chill. Hier steigen Tausende in den Zug ein. Der ganze Osten will nach Polen, früher nach Düsseldorf, heute nach Warschau, Torun, ganz Chemnitz, Cottbus sitzt schon auf gepackten Koffern, viele mit Fahrrädern. Alles unglaubliche Szenen, die sich da abspielen. Meine Damen und Herren, und jetzt geht's weiter. Noch 5 Minuten bis zur Grenze. Unser Zug fährt weiter. Und da ist sie erreicht, die Staatsgrenze. Jetzt sind wir auf der Brücke. Unter uns wirbeln die Fluten. Der Chill. Rechts sehen Sie die letzten deutschen Bäume. Links schon die ersten polnischen Bäume. Und da sind wir drüben angelangt. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Polnischen Republik, Ihrer neuen Heimat. Hier werden Ihre Kinder und Kindeskinder aufwachsen. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des Staatspräsidenten. Und jetzt sind es noch 5 Minuten bis zum ersten polnischen Bahnhof, dem Grenzbahnhof Rzepin. Rzepin, so sagt es zumindest immer der deutsche Schaffner, ist leider falsch. Ja, das kann der Mann aber nicht wissen. Die Polen haben sich hier eine Falle überlegt. Ist ja häufig so in Grenzstädten, dass man eine Falle baut. RZ, ja, RZ ist nicht wie bei uns Herz, sondern RZ, das ist wie das J von Jacqueline. Ja, spricht man wie J aus, ja, Jacqueline. Und Sie sagen deshalb bitte immer Jeppin. Können wir das mal zusammen üben? 1, 2, 3. Jeppin. Aber Leute, das ist eure erste polnische Stadt. Da erwarte ich ein bisschen mehr Enthusiasmus. 1, 2, 3. Jeppin. Wunderbar. Und damit haben sie eigentlich auch alles gesagt, was sich über diese Stadt sagen lässt. Da ist nicht viel, 6000 Einwohner. Größte Attraktion der Stadt ist eine 600-jährige Eiche. Die kann man sich angucken, 20 Minuten. Aber ich würde Ihnen doch empfehlen, fahren Sie weiter. Fahren Sie weiter nach Warschau. Und meine Damen und Herren, es wird auch trotzdem noch hier was geboten, hier in Jeppin, keine 30 Meter entfernt von diesem Schild. Sie brauchen gar nicht den Zug zu verlassen, steht auf einem Abstellgleis eine wunderbare alte Dampflokomotive. Die müssen Sie sich angucken. Und diese, das ist übrigens die größte jemals in Polen gebaute Güterlok mit 5 Achsen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar die größte Dampflok weltweit, das muss ich noch erforschen. Meine Damen und Herren, und viele Leute machen mal kurz das Fenster runter, gucken rüber.
Viele Polen bekommen dann so einen sentimentalen Ausdruck im Gesicht. Einige machen so komische Geräusche. Man denkt sich, was ist mit denen los? Das kann ich Ihnen erklären. Diese Leute erinnern sich gerade an ein Kindergedicht, das sie alle in der Grundschule gelernt haben. Das hier ist die Fibel, aus der sie es gelernt haben. Da haben einige jetzt Tränen in den Augen. Denn dieses Gedicht, das stammt von einem Dichter, Julian Tuwim. Julian Tuwim hat in den 30er Jahren Gedichte geschrieben für Kinder und für Erwachsene, so ein bisschen wie bei uns Erich Kästner. Und Julian Tuwim hat ein Gedicht über eine Dampflokomotive geschrieben. Und dieses Gedicht lernt heute noch, 2012, jedes Kind in der Grundschule. Wir werden Ihnen das jetzt mal demonstrieren, hier mit den Native Speakern zusammen. Teraz korani proszę was o pomoc. Stoi na stacji lokomotywa ciężka, ogromna i pocnie. Tłusta oliwa. Stoi sapie, dyszi, dmucha, żaz rozgrzanego jedrzucha. Läuft ja wie geschmiert. Es steht auf dem Bahnhof die Lokomotive. Gewaltig, gewichtig, von Schweiß überströmt, eine fette Olive. Sie schnauft und sie prustet, es wirbelt der Rauch, ein glutheißer Lavastrom brodelt im Bauch. Puch ist das heiß, puch ist das heiß, puff ist das heiß, puff ist das heiß. Du wie eine schübsche Blutje auf Grobje. Kaum kann sie atmen, kaum sich erholen, aber der Heizer schickt noch mehr Kohle. Und so viele Waggons stehen auf den Gleisen, groß und schwer, aus Stahl und aus Eisen. Die muss sie ziehen, oh, welche Mühe. Im ersten sind Pferde, im zweiten sind Kühe. Im dritten sind Männer, sehr dick und sehr rund. Die futtern dort Würste, fast 4,5 Pfund. Im vierten stehen 6 große Klaviere. Im fünften sind wilde und seltene Tiere. Ein Bär, 2 Giraffen und 1 Elefant. Im sechsten, da werden Bananen versandt. Im siebten sind eichene Tische und Schränke. Im achten gar eine Kanone, man denke. Im neunten fangen Schweine, die fett sind vom Mästen. Im zehnten nur Koffer und Kissen und Kissen. Und dann gibt es noch 40 solch riesiger Wagen, was da alles drin ist, das kann ich nicht sagen. Und kämen selbst 1000 der stärksten Athleten und schmausten sie jeder wohl 1000 Pasteten. Und würden sie noch so viel Mühe sich geben, sie könnten die Lok mit den Wagen nicht heben. Plötzlich ein Pfiff, ein Hebelgriff, der Dampf, ein Stoß und jetzt geht's los. Erst langsam, fast Schildkröten gleich. Schiebt die Maschine sich träge und weich. Mühselig zieht sie mit Schnaufen und Grollen. Aber die Räder, sie rollen. Und nun geht es fort mit Getös und Gebraus. Wohin denn, wohin denn, wohin? Geradeaus! Das rattert und tattert und schnattert und knattert. Die Räder, sie plappern, ihr Sprüchlein, ihr wisst es. So ist es, so ist es, so ist es, so ist es. Sie rollen, sie tollen durch Hügel und Tal. Als wäre die Maschine kein Dampf aus Stahl. Als wäre sie Pott, Schwefel und Pech. Was Kleines, was Feines, ein Spielzeug aus Blech. Warum nur, wieso nur, weshalb nur so flink? Wer treibt denn das Ding? Wer macht dies Gestöhn und Geschnauf und Gestampf? Der Dampf, liebe Leute, der zischende Dampf. Der Dampf aus den Kesseln, das weiß doch ein jeder. Der Dampf treibt die Kolben, die Räder. Die Räder, sie treiben die schwere, massive, die keuchende, eiserne Lokomotive. Und immer zu plappern die Räder, ihr wisst es, so ist es. Leute, das ist für mich Hip-Hop. Quatschgetag, Leckgetag, Gott sich hier da. Der Dibbel, der Bibber, die Wetzke, das ist das. Ich kämpfe mal schön, als Lerner, als ich kann, als ich waschke, ich lasse, als ich waschke, 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 als Ja, ich war einmal in Warschau in einer Grundschule bei einem Rezitationswettbewerb. Da haben 20 Grundschulkinder dieses Gedicht hintereinander rezitiert. 3 wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Aber keine Sorge, liebe Auswanderer, bei Ihrem ersten Aufenthalt in Rezepin erwarte ich das noch nicht von Ihnen. Aber später, ich sag mal so in 2-3 Jahren, wenn Sie schon ein bisschen Fuß gefasst haben in Ihrer neuen Heimat, wenn Sie schon einen Job gefunden haben, Familie gegründet, wenn Sie an Weihnachten zum ersten Mal nach 3 Jahren wieder nach Hause, nach Deutschland, zu Ihrer alten Mutter nach Berlin fahren, dann wäre es eine schöne Geste, wenn Sie am Bahnhof von Rezepin kurz das Fenster runter machen und die Dampflokomotive von Julian Tuwim deklamieren, alle Polen freuen sich. Dann sind Sie wirklich integriert. Meine Damen und Herren, und jetzt gibt es hier am Bahnhof von Rezepin noch eine zweite Attraktion, die ich Ihnen kurz erklären möchte. Ein neuer Kulturschock.
Sie sehen hier das Bahnhofsgebäude, sehr schön renoviert. Auf dem Schild steht drauf Dvořec, ne, in der Mitte, Jacqueline, RZ. C am Ende spricht man aus wie Z. Dann kommt PKP, das ist die Abkürzung der polnischen Staatsbahn, Płacz Konduktorowi Połowy. Viele Auswanderer nutzen die Zeit, der Zug steht hier etwa 10 Minuten, gehen mal kurz in das Gebäude rein und da trifft sie der Schlag. In diesem Haus sind zwei Türen. Auf diesen Türen befinden sich aber leider nicht unsere wohlbekannten Piktogramme. Ja, und das ist auch gut so. Denn, meine Damen und Herren, ist Ihnen eigentlich schon mal aufgefallen, dass wir in Deutschland sexistische Piktogramme haben? Hallo? Müssen Frauen Miniröcke tragen? In Polen ist man wesentlich weiter in Sachen Emanzipation. Schon seit 80 Jahren gibt es dort geschlechtsneutrale Toilettensymbole, damit auch wirklich niemand weiß, was ist für wen. Tja, bei der Fußball-Europameisterschaft jetzt war ich bei zwei Spielen in Warschau und in Danzig und in den Pausen gab es Aufregung. Die deutschen Fans sind immer Hunderte hin und her. Dreieck oder Kreis, verdammt nochmal. Tja, machen wir mal eine Abstimmung, meine Damen und Herren. Würde mich mal spontan interessieren, was Sie so für Assoziationen haben. Aber ohne die Native Speaker, Kochani, ja, wir sind da jetzt gerade. Roger schnabbelt nicht, Schüsse. Bitte, können wir mal eine Abstimmung machen? Ich bitte jetzt um Handzeichen. Wer ist der Meinung, das Dreieck ist für Männer? Bitte Handzeichen. Danke. Wer ist der Meinung, der Kreis ist für Männer? Danke. Wo geht der Rest hin? Hinter die Lok? Gut. Meine Damen und Herren, jetzt kommt die Auflösung. Ich habe es mir ja auch nicht merken können. Ich bin auch dreimal als Stalker verhaftet worden. Wieder falsche Tür erwischt. Ich hatte mal einen Auftritt in Bielsko-Biała im Beskidengebirge und da kam nach der Show eine ältere Dame zu mir und meinte, Herr Steffek, das ist doch ganz leicht. Kann man sich doch ganz leicht merken. Das Dreieck, das auf dem Kopf steht, ist für Männer, weil so ein richtiger Mann aussieht. Breit in der Schulter, schmal in der Hüfte. Ach so, sag ich, aha, und warum ist der Kreis für Frauen? Ah, meinte sie, Trudner. Tja, ich weiß es bis heute nicht, aber meine Damen und Herren, wir geben Ihnen an dieser Stelle extra 10 Minuten Zeit, um sich das in Ruhe zu überlegen. Bitte besuchen Sie das Bahnhofsgebäude von Rezepin. Da können Sie übrigens auch die letzten deutschsprachigen Bücher kaufen. Schlagen Sie zu, die nächsten 3 Jahre gibt es nichts mehr zu lesen. Meine Damen und Herren, wir sehen uns wieder in 10 Minuten. Und jetzt kommt der letzte Kulturschock vor der Pause. 10 Minuten heißt in Polen 20. Bis gleich. Tschüss. Bis dann. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt im Bahnhofsgebäude von Rezepin. Keine Probleme an den Toiletten? Nein. Nein? Ich hatte mal eine sehr nette Mail von einem Menschen, der hat mir Monate nach der Show geschrieben, lieber Herr Möller, das Beste an Ihrer Show war die Pause. Da habe ich meine zukünftige Frau aus Polen kennengelernt. Es war eine Damentoilette. Gut, jedem das eine. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen gratulieren.
Sie sind keine Anfänger mehr. Sie sind jetzt schon fortgeschritten. Sie haben schon was gelernt heute Abend. Sie haben schon den wichtigsten Smalltalk-Dialog gelernt. Den Basic Smalltalk-Dialog. Hier ist er noch einmal. Negative Thinking Basic Smalltalk-Dialog. Wir wiederholen jetzt nochmal das Erreichte, damit Sie sehen, wie gut Sie schon sind. Ich, übrigens merken Sie, wie wir am Wuppertaler Institut für Zukunftsforschung WIFZ raffiniert mit den Nationalfarben Polens spielen. Ich bin weiß, Sie sind rot. Ja? Achtung, ich fange an. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam? Trudno. So, jetzt weiß ich aber aus Erfahrung, dass es unter uns Menschen gibt, überwiegend Ehemänner, die das Gefühl haben, nein, diese Show heute geht an mir vorbei. Ich kann mir diese Wörter nicht merken. Seit 20 Jahren fahre ich rüber zur Schwiegermutter. Ich kann mir das nicht merken. Es geht hier rein und da wieder raus. Und damit Sie, meine lieben Ehemänner, nächstes Mal vorbereitet sind, haben wir uns am Wuppertaler Institut für Zukunftsforschung WIFZ etwas überlegt. Ich werde Ihnen jetzt ein Wort beibringen, wo dieser gesamte Dialog drin ist. Die gesamte Negative Thinking-Sache ist da in einem Wort drin. Und das Beste, dieses eine Wort hat sogar nur einen Buchstaben. Es gibt im Polnischen Wörter, die nur einen Buchstaben haben. Wir im Deutschen brauchen immer mindestens zwei, wieder ein Grund auszuwandern. Und dieser eine Buchstabe, also es gibt zum Beispiel A, I, U, A heißt und, I heißt auch und, U heißt bei. Und dieser eine Buchstabe, den Sie jetzt lernen, den müssen Sie sich merken heute. Wenn Sie alles andere vergessen, dieser eine Buchstabe, ist alles drin. Und wenn Sie wieder hinfahren nach Terespol, Ruda Śląska oder was weiß ich, Gdańsk, und die Schwiegermutter ruft schon wieder, Dzień dobry, jak tam, już zgotowałam 26 dan dla was. Und Sie überlegen, ja, was war nochmal die alte Armut, die alte Armut? Dann sagen Sie in Zukunft statt alter Armut nur noch diesen einen Buchstaben und er lautet. Da ist alles drin. 1000 Jahre Geschichte. Können wir das mal üben? Ja, ich frage einfach mal, wie gefällt Ihnen meine Show bisher? 1, 2, 3. Hätte ein bisschen leiser sein können. Wir machen das nochmal. Rechts die Russen, links die Deutschen und wir sind in der Mitte seit 1000 Jahren. 1, 2, 3. Gut, wunderbar. Sehr schön. So, meine Damen und Herren, ich war nicht in Wagen 200. Meine Damen und Herren, diese Show wird aufgezeichnet für zukünftige Generationen von Auswanderern, deswegen muss ich den Satz wiederholen. Meine Damen und Herren, ich war nicht im Bahnhofsgebäude von Rezepin. Ich war in Wagen 271. Das ist der Waggon für Vielfahrer, für Profis, wenn Sie mal auch so wie ich in zwei Ländern wohnen, dürfen Sie da auch einsteigen. Wagen 271 hat eine wunderbare Toilette, eine geräumige, große, saubere, blau gestrichene Toilette. Da gehe ich immer hin, in Rzepin. Tja, und da gibt es ein Problem. Da muss ich Sie jetzt schon drauf vorbereiten, das wird auch auf Sie zukommen. Man ist da in der Toilette drin und dann möchte man wieder raus. Und dann klemmt die Tür. Das kann passieren. Das passiert mir immer wieder. Einmal bin ich bis Warschau, habe ich gerüttelt. In letzter Minute hat erst einer aufgemacht. Ja. Sonst wäre ich heute Abend nicht hier. Meine Damen und Herren, das ist eine blöde Situation. Diese Klinke, das ist so eine komische Klinke. Ich sage direkt, der Waggon ist ein deutscher Waggon. Hat jetzt, und diese Klinke, da müssen Sie so ein bisschen rütteln, aber darum geht es jetzt überhaupt nicht. Wie verhalten Sie sich, wenn sowas passiert? Na, ich denke mal, wenn Sie so ein Problem haben, dann gehen Sie raus aus der Toilette und dann melden Sie den Schaden, oder? Dann gehen Sie zum Schaffner und sagen, Herr Schaffner, in Wagen 271 klemmt die Klinke. Denke ich, machen Sie doch, oder? Ich glaube, das machen Sie. Und der deutsche Schaffner sagt dann, vielen Dank, wir werden uns darum kümmern. Thank you for traveling this Deutsche Bahn. Ja? Der sagt noch Danke. Das hat damit zu tun, dass wir Deutsche eine Schädenmelderkultur haben. Wir melden Schäden. Ja? Und wir bedanken uns noch dafür, dass man sie uns meldet.
Das ist eine ganz interessante Sache, die wir am Wuppertaler Institut für Zukunftsforschung gerade erforschen. Wir sind eine Schädenmelderkultur. Wir melden alles, auch wenn der Nachbar mal falsch geparkt hat. Wird auch gemeldet. Ich habe jetzt gesehen, in Berlin gibt es eine neue Internetseite, die heißt mängeldetektiv.de. Ja, gibt's wirklich. Da können Sie Löcher in den Straßen melden. Ja, wenn Sie rumfahren, irgendwie da ein Loch gesehen, kann direkt mängeldetektiv.de. Wir Deutsche sind Mängeldetektive. Ich nenne es Schadenmelder. Wir haben eine Schadenmelderkultur. Und das ist auch prinzipiell gut. Denn wer einen Schaden meldet, der hat das Vertrauen, dass dieser Schaden auch repariert wird. Ne? Der deutsche Schaffner glaubt allen Ernstes, dieser Schaden wird repariert. So, und in diesem Glauben fehlt es ein bisschen in Polen. Also ich will es mal so sagen, 50 Jahre Kommunismus, es ist keine Schädenmelderkultur, um es ganz kurz zu machen. Bitte unterdrücken Sie diesen Impuls in Zukunft, ja? Keine Schäden mehr melden. Es ist, ich würde fast sagen, Sie machen sich lächerlich. Ja? In Szczecin steigt nun der polnische Schaffner ein. Und wenn Sie da nun hingehen und sagen, Herr Schaffner, in Wagen 271 ist die Klinke kaputt, ja, der guckt Sie nur an und sagt drei Wörter. Neuzer! Neuzer! Und das bedeutet, na und? Da ist er schon! Ich grüße Sie im Eurocity. Der Zug hält am folgenden Station Posen, 10.15 Uhr. Er hat schon wieder keine Lust heute. Warschau Zentralen. Im ganzen Zug darf nicht geraucht werden. Auch nicht in den Toiletten. Fällt Ihnen was auf? Da fehlte doch was. Nein, das muss ich Ihnen ganz kurz erklären. Also, das ist, habe ich aufgenommen, das ist mein Lieblingsschaffner. Der ist nicht in jedem Eurocity, aber sehr häufig. Das ist Pan Mirek. Pan Mirek ist Schaffner, steigt immer in Szczecin ein. Und Pan Mirek, ja, also ein ganz toller Typ. Wir kennen uns jetzt seit Jahren. Und Pan Mirek, muss man ein bisschen biografisch erklären. Er ist aufgewachsen in Oberschlesien, in Sabsche. Sein Vater war Busfahrer und hat da in den 70er Jahren mit einem Kleinbus immer Oberschlesier rübergefahren zur Arbeit nach Westdeutschland. Und meistens nach Karlsruhe. Und deswegen erzählt Pan Mirek bis heute folgenden Witz jedem Passagier, er kann ziemlich gut Deutsch. Welche Polen fuhren damals in den 70ern rüber nach Westdeutschland? Die Hungrigen, die Schmutzigen und die Dummen. Die Hungrigen fuhren nach Essen. Die Schmutzigen fuhren nach Baden-Baden und die Dummen fuhren hin und zurück, so wie mein Vater. Ja. Pan Mirek ist nämlich sehr kritisch gegenüber seinem eigenen Land eingestellt. Ja, ich nenne ihn nur den Sadomaso. Ist also der Meinung, in Polen ist alles schlecht. Und er fragt mich immer, ja, wie ist das denn drüben in Deutschland? Ich sage also, wir haben große in Wuppertal hier 350.000 Menschen, 50.000 sind schon ausgewandert. Sein Lieblingswort. Ich habe ihm auch einmal erklärt, hören Sie mal, wir haben auch korrupt. Er sagt immer, Polen ist so korrupt. Er hat zweimal Arbeit gesucht. Er hat zwei Magisterdiplome als Flugzeugingenieur und ich glaube als Elektrowissenschaftler oder was. Und da hat er zweimal keinen Job bekommen, jetzt ist er Schaffner geworden. Diese Niederlage wird er seinem Land nie verzeihen, denn die polnischen Staatsbahnen haben keinen guten Ruf in Polen. Und tja, ich habe alles versucht. Ich habe gesagt, Pan Mirek, in anderen Ländern ist es auch schlecht. Mein Bruder zum Beispiel war mal in Honduras im Urlaub und wurde am helllichten Tag überfallen von einem Honduranesen. Der zog eine Machete raus und sagte, give me $10 or I kill you. Und mein Bruder sagte, sorry, I'm not American, I'm German. German, give me $5. Und das habe ich Pan Mirek erzählt. Und da sagte Pan Mirek nur, ach, ihr Bruder, nee, ihr Bruder ist schön blöd, er hätte sagen sollen, I'm Polish. Der Typ hätte ihm noch $5 geschenkt. Das ist Pan Mirek. Ich wollte eigentlich was ganz anderes erzählen. Meine Damen und Herren, bitte Pan Mirek keine Schäden melden. Ja, sie machen sich lächerlich. Ich tue es heute nicht mehr. Ich unterdrücke diesen Impuls in mir. Aber es ist schwierig. Und ich sage Ihnen eins, ich melde keine Schäden mehr. Ich repariere sie selber.
Zu diesem Zweck habe ich ein kleines Werkzeugköfferchen dabei. Augenblick mal eben. Da ist alles drin, was das Herz begehrt. Meine Damen und Herren. 57 Schraubaufsätze. Damit habe ich schon halb Polen repariert. Meine Damen und Herren. Wir fahren jetzt weiter von Rzepin nach Poznań. Die Fahrt dauert etwa 1 Stunde 15 Minuten. Ich kann Ihnen leider über diesen Streckenabschnitt nichts Vernünftiges erzählen. Ich habe noch nie aus dem Fenster geguckt. Ich bin nur am Reparieren. Hier habe ich das Scharnier geölt. Hier habe ich den Seifenspender nachgefüllt. Hier habe ich eine neue Glühbirne reingedreht. Einmal habe ich eine komplett neue Stromversorgung gelegt. Gut, aber nochmal zurück zu diesen drei Wörtern. No i co. Das heißt wörtlich na und was. Na und was. Und diese Wörter sollten Sie sich aufschreiben, liebe Ehemänner. Ich hatte mal eine Mail nach einer Show von einem Ehemann aus Mainz, der hieß Daniel. Augenblick mal, der war gar kein Ehemann. Das war ein ganz normaler Mensch. Der hat mir geschrieben, lieber Herr Möller, ich war in Mainz in Ihrer Show und Sie hatten recht, ich bin am nächsten Tag mit meinem PKW nach Warschau gefahren und er ist nicht geklaut worden. Ich bin auch wieder zurück nach Mainz mit dem PKW, aber ich bin leider in Warschau in eine Radarfalle geraten, 30 Kilometer zu schnell. Und da kam nun der Polizist auf Daniel zu, sah sofort deutsches Kennzeichen. Aber Daniel hatte sich Notizen gemacht in meiner Show, drehte so das Fenster runter und sagte, Dzień dobry. Ja, der Polizist wusste nicht, könnte ein Pole sein, der in Mainz lebt, und meinte, proszę pana, pan za szybko jechał, jestem przekonany, że u was w Rajku pan sobie na to nie pozwala, ale u nas w Polsce pan myśli, że się nie zmieniło, pomyłka. Daniel verstand kein Wort, sagte aber einfach mal, no i co? Der Polizist merkte, das ist wirklich ein Deutscher, und sagte, 100 Euro, my friend, 100 Euro. Und Daniel sagte einfach, trudno. Da musste der Polizist so lachen und hat gesagt, komm Junge, fahr weiter. Ist eine wahre Geschichte. Bitte schreiben Sie sich diese Worte auf, Leute. Das ist Bargeld. 100 Euro. 33 Euro pro Wort. Ja, wir machen hier doch keine Faxen. So, jetzt sind wir auch schon. Wir nähern uns Polen. Die aussteigenden Leute bitten wir, ihr Gepäck mitzunehmen. Wir danken für die gemeinsame Fahrt. Auf Wiedersehen. So, meine Damen und Herren, jetzt sind wir im nächsten Bahnhof. Poznań, Posen auf Deutsch, Poznań. Und das nächste Wort ist der nächste Kulturschock. Also, ganz ruhig. Wir fangen an mit Posen. Posen heißt auf Polnisch Poznań. In der Mitte sehen Sie Z. Z liest man wie S. Ich hatte ja schon erklärt, C wie Z, aber Z wie S. Dann über dem N ist wieder unser kleiner Freund, das Weichheitszeichen. Ne? Man sagt also nicht Poznań, sondern Poznań. Und jetzt das nächste Wort. Viele Deutsche glauben, das ist ein Vorort. Ja? Sowas wie, was weiß ich, Spandau. Ja? Nein. Ja, Problem, Leute. Der nächste Bahnhof kommt erst in 45 Minuten. Das ist der Hauptbahnhof, glaubt es mir. Aber jetzt ist es ganz verrückt. G, dann L mit so einem Strich durch. Das ist ein Sonderbuchstabe, den es weltweit nur in Polen gibt. Und vielleicht noch in zwei, drei anderen Staaten, die früher polnische Kolonien waren. L mit Strich durch, das ist W. Das kennen Sie alle aus dem berühmten Namen Lech Wałęsa oder auch Karol Wojtyła oder auch der Skispringer Adam Małysz, ja, die drei berühmtesten Polen weltweit haben. Alle diesen Buchstaben, damit sich die Nachrichtensprecher schön die Zunge abbrechen. Und dann kommt O mit Strich drüber und man denkt doch jetzt, das ist wieder ein Weichheitszeichen. Ne? Falsch. Das ist eine Ausnahme. Das Wort Ausnahme können Sie sich merken für Ihren ersten Polnischkurs. Kommt in zwei Wochen 300 Mal. Wenn über dem O ein Strichlein ist, dann spricht man das O wie U aus. Und wenn mich jetzt hier einer fragt, warum schreiben die denn dann kein U? Dann ist die Show zu Ende. Ich weiß es nicht. Mir hat das mal einer erklärt. Leute, das hat was zu tun. Längen, Kürzen, China, Mittelalter, Martin Luther. Ich kann mir das nicht merken, ja?
Dieses Wort spricht man aus Gewufene. Und das heißt Haupt. Ja, es ist eine lakonische Sprache. Die sagen nicht Hauptbahnhof. Das brauchen die nicht. Die schreiben auch kürzere SMS, die Bücher sind kürzer. Es ist alles wunderbar. Ich sage auch in Polen Hallo, ich komme aus Wupp. Gestern war ich in Biele. Morgen geht's nach Nürn. Es ist wunderbar. Hier in Posenhaupt werde ich immer hungrig. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt 3 Stunden schon absolviert. Wir haben wunderbaren Tee getrunken, haben uns schön die Finger verbrannt, weil wir wieder keine Handschuhe dabei hatten. Und jetzt essen wir was. Hier im Speisewagen Wars gibt es lecker Essen. Hier gibt es noch einen richtigen Koch mit einer weißen Mütze. Da wird noch mit einer Bratpfanne gekocht, nicht dieses Tiefkühlzeug wie in der Deutschen Bahn. Hier essen wir jetzt wunderbare polnische Gerichte, zum Beispiel Żurek-Suppe, das ist so eine Sauermehlsuppe mit Ei und Wurst. Wir essen Barsch, Rote-Bete-Suppe, es heißt nicht Borsch, Leute, ja? Es ist keine russische Suppe, wurde ein Pole erfunden um 1050. Eine polnische Suppe, Barsch, Rote-Bete-Suppe. Wir essen Żubrówka, das ist auch so eine Art Suppe. Natürlich Flaki, ganz wichtig, Kutteln oder Pansen, sagt man bei uns. Das ist so Hühnermagen, klein gehäckselt, lecker. Wir essen Piroggen, ne? Piroggen, Maultaschen. Oder, ja, und Bigos, da kommt das Stichwort. Bigos ist das wichtigste Gericht. Bigos ist das polnische Nationalgericht. Viele Deutsche sagen leider immer Bigosch, weil sie glauben, es muss ein Zischlaut drin sein. Ist aber nicht so. Bigos gehört zu den 5% ohne Zischlaut. Bigos, das ist Sauerkraut. Mit Pflaumen drin, mit Pilzen drin, mit verschiedenen Fleischeinlagen. Das Ganze wird 2-3 Tage lang gekocht, ja, damit es auch wirklich bis Weihnachten hält. Und was übrig bleibt, das ist der Schwiegersohn aus Deutschland. Und der sagt noch Tag guten am Ende. Wir werden jetzt hier zusammen Bigos essen, aber meine Damen und Herren, es tut mir leid, wir simulieren unsere Reise ja nur, Sie haben es vielleicht schon vergessen. Wir werden deshalb auch den Bigos jetzt nicht essen, sondern singen. Wir singen jetzt den Bigos-Rap, ich bin alter Rapper und deswegen habe ich einen Rap geschrieben, den Bigos-Rap. Ich bitte Sie jetzt, mich zu unterstützen. Wir werden jetzt zusammen den Bigos rappen. Wir üben als erstes den Refrain. Bigos Rap, das ist der Bigos Rap. Wenn ich kein Bigos hätte, wären meine Kilos weg. Bigos Rap, das ist der Bigos Rap. Wenn ich kein Bigos hätte, wären meine. Also alle zusammen! Bigos Rap, das ist der Bigos Rap. Wenn ich kein Bigos hätte, wären meine Kilos weg. Bigos Rap, das ist der Bigos Rap. Je öfter Sie das sagen, desto besser gehen die Kilos weg. Bigos Rap, das ist der Bigos Rap. Wenn ich kein Bigos hätte, wären meine Kilos weg. Bigos Rap, das ist der Bigos Rap. Wenn ich kein Bigos hätte, wären meine Kilos weg. Bigos Rap, das ist der Bigos Rap. Finde ich nett. Bigos Rap. Essen macht mir Spaß. Essen ist mein Ding. Ich esse nicht jeden Spaß, denn im Essen bin ich King. Zum Glück kenne ich ein Land, in dem mir alles schmeckt. Ich sag euch, was das ist in meinem neuen Rap. Champignons mit Speck, Kutteln in den Sud. Pilze machen keck und Flaki machen Mut. Der Hering nur im Öl, die Beete bitte rot. Buraki gut gewürzt und zur Not auch ohne Brot. Kappen wird geklopft, Ostern gibt es Babka. Ich hab schon wieder Hunger, im Magen ist noch Platz. Sah das Frühstück gerne fett mit türkischem Kaffee. Filter sind verfüllt und bedloser Klee. Strandrufen schön saftig und mit Krakauer drapiert. Statt Meckes KFC habt ihr den Kalauer kapiert. Fette Wurst und Sauerkraut, Bigos macht den Bauern schau. Das Schnitzel oben drauf und mit Wodka wird die sauber noch. Kimo gerne polnisch, Piroggen gab für Husky. Den Braten schön geschluckt und zum Nachschlag gibt es Kluski. Geburtstag ist das Tee. Preiselbeeren zum Namenstag, Gliede machen schön. Mir ist schon ein Damenbad, der Tisch liegt sich vor Lachen. Der Schnatter geht im Daumenschlag, die Schwiegermama fragt, ob noch jemand Trauben mag. Bigos ohne Kraut ist wie Feuer ohne Kohle. Gott gibt dich in Frankreich, Gott war doch ein Pole. Bigos Rap, das ist der Bigos Rap. Wenn ich kein Bigos hätte, wären meine Kilos weg. Bigos Rap, das ist der Bigos Rap. Wenn ich kein Bigos hätte, wären meine Kilos weg. Halsband in den Bauch, Öhrchen in den Barsch. Sag noch einmal Bosch und ich blase dir den Marsch. Polen zur EM, Tataren in den Topf. Hackfleisch ohne Zwiebel ist wie Einstein ohne Kopf. Im Magen knurrt ein Wolf, die Täubchen müssen spurten. Brote ohne Schneiden ist wie Gowonki ohne Gurken. Tischlein reich gedeckt, Knüppel aus dem Sack. Gabanossi Meter lang, dazu Kascha aber zack. Ich freu mich schon auf Suppe, ich tanze dann den Dudek. So sauer und schön mehlig, mein Kind nenn ich mal Turek. Platz ist schon weg. Backe, Reibekuchen, Sernik mit Glasur. Wecker müssen zweimal rufen, 7 heißes Wasser. Permanent gibt Tee, Becher ohne Henkel, deutsche Finger tun an weh. Ob Kotelett oder Fisch,
griechisch oder reich. In Polen werd ich satt, denn nur hier wird gut gespeist. Oberteil verhungert, fast wie ohne Sinn. In Polen wirst du satt und ohne Burger sogar King. Kaum bin ich zu Haus, will ich auch schon wieder weg. Ist die Grenze erst passiert, hau ich auf und sing mein Rap. Leute, nicht nur motzen, dass es euch nicht schmeckt. Fahrt einfach nach Polen und singt dabei mein Rap. Leute, nicht nur glotzen, habt ihr es nicht gecheckt? Fahrt einfach nach Polen und singt dabei mein Rap. Bigos Rap, das ist der Bigos Rap. Wenn ich kein Bigos hätte, wär meine Kilos weg. Bigos Rap, das ist der Bigos Rap. Wenn ich kein Bigos hätte, wär meine Kilos weg. Bigos Rap, das ist der Bigos Rap. Wenn ich kein Bigos hätte, wär meine Kilos weg. Bigos Rap, das ist der Bigos Rap. Wenn ich kein Bigos hätte, wär meine Kilos weg. Vielen Dank. Palmirek. Palmirek begrüßt die neu eingestiegenen Leute in Posen. Wir halten in Konin 10.15 Uhr. Warschau 12.20 Uhr. Wir informieren. Im ganzen Zug herrscht Rauchverbot. Auch in den Toiletten und auf den Korridoren. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich schon auf den nächsten Streckenabschnitt. Wir fahren jetzt 45 Minuten lang von Posen nach Konin. Konin ist das Zentrum des polnischen Braunkohletagebaus. Und ich habe mir gedacht, Sie haben heute Abend viel Geld bezahlt für dieses Ticket. Wir wollen Sie jetzt mal gründlich informieren über Zahlen und Fakten zum Thema Braunkohletagebau in Polen. Das ist ein sehr interessantes Thema. Wir machen jetzt einen kurzen 20-minütigen Exkurs. Ich habe ein paar kleine Kurzreferate vorbereitet. Es geht los mit der Gesamtlänge der Förderbänder in Kilometer, 7 Minuten. Personaldecke von 1949 bis 2010, 7 Minuten. Sehr interessantes Thema. Die Generaldirektoren haben da gewechselt, unglaublich. Und 6 Minuten Förderkapazitäten der Flutbohrer. Das ist das interessanteste Thema. Meine Damen und Herren, wir gehen aber mal kurz in unser Abteil, um mal nachzugucken, ob noch alles da ist. Ne? Man ist ja doch Mythomane im Grunde seiner Seele. Wir gehen einfach mal raus aus dem Speisewagen, gucken nach hier in unserem Abteil, ob noch alles da ist. Leute, ich hab's euch gesagt, in 19 Jahren kein einziges Mal. Oh, meine Damen und Herren, in unserem Abteil sitzt jemand. In Posen ist jemand zugestiegen. In unserem Abteil sitzt eine Frau. Wow! Meine Damen und Herren! Hey! Wahnsinn, auch die Polster der polnischen Staatsbahn! Meine Damen und Herren! Augenblick mal, diese Frau, die kenne ich doch! Die kennen Sie auch! Das ist die berühmteste lebende Polin! Meine Damen und Herren, die Lady Gaga von Polen! Die Popsängerin Doda Elektroda! Sitzt hier bei uns im Abteil! Ist in Posen eingestiegen, hatte vielleicht gestern ein Konzert, will jetzt nach Warschau zurück, fährt auch zweite Klasse, so wie ich, genauso geizig. Meine Damen und Herren, unglaublich, was macht man in so einem Fall? Das möchten Sie jetzt wissen. Wie verhält man sich da? Da müssen Sie ganz ruhig bleiben, ja. Es kann immer mal Patzer geben, ja, da sagt man einfach Trudno. Aber da müssen wir uns drauf vorbereiten. Wir sagen jetzt ganz routiniert, Dzień dobry. Und dann wird Doda Elektroda sagen, Dzień dobry. Und dann sagen Sie, ganz streng nach Schema, Jagd haben. Und dann sagt sie, und ich weiß zufällig, dass sie 12.000 Euro pro Abend verdient, Stara Bieda. Aber Leute, wie sie das sagt, ja, das kann ich hier nicht nachmachen. Das ist so eine sexy Stimme. In so einem Moment, da vergisst man sogar Trudno. Da steht man einfach nur ganz bescheuert da. Kavace Herbata? Und dann sagt sie vielleicht Herbata, Tee. Und jetzt laufen wir zurück in den Speisewagen. Oh, nochmal Zeit gewonnen. Meine Damen und Herren, Wahnsinn. Wir holen jetzt Tee für Doda Elektroda. Das kann auch nicht jeder. Meine Damen und Herren, in so einem Moment, da ist man so aufgeregt, nervös, da hat man nasse Hände. Da kann man auch nicht mehr an den Braunkohletagebau in Konin denken. In so einem Moment hat man nur noch eine Frage im Kopf. Wie heirate ich Doda Elektroda? Und Sie haben Glück, meine Damen und Herren.
Ich bin nicht nur Experte für den Braunkohletagebau in Konin, sondern auch für alle Fragen der Liebe in Polen. Denn wo habe ich 7 Jahre lang mitgespielt? In der Serie Elvi Liebe. Emjak Miłosz. Und ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Wir ändern jetzt ganz spontan das Programm. Ja? Den Braunkohletagebau machen wir ein andermal. Ich komme nochmal extra nach Berlin. Wir machen den ganzen Abend nur Braunkohle, verspreche ich Ihnen. Darauf müssen Sie sich in Polen auch einstimmen, dass... Programm ändert sich. Ja, man muss immer Plan B, Plan C im Hinterkopf haben. Wir improvisieren jetzt einfach mal und werden uns nur noch um die Fragen kümmern, wie erobere ich Doda Elektroda. Und ich werde Ihnen jetzt 3 Tricks verraten, mit denen Sie das schaffen können. Wenn Sie alles sauber mitschreiben, dann steht heute am Ende des Abends eine polnische Hochzeit und danach ist wieder Samstag. Meine Damen und Herren, wir fangen mal damit an, dass diese Frau überhaupt nicht Doda Elektroda heißt. Wir kommen jetzt zum vielleicht wichtigsten, erschütterndsten Kulturschock für alle Ausländer in Polen, nicht nur für Deutsche. Diese Frau heißt nicht Doda Elektroda und mit den Namen und Vornamen hat es eine eigene Bewandtnis. Das merkte ich, als ich nach Polen kam, Deutschlehrer gearbeitet in einer Schule in Warschau. Am ersten Tag kam die Direktorin auf mich zu, eine etwa 60-jährige Dame, und sagte: Dzień dobry, Pan Steffen. Und ich dachte: Pan Stefanie, was heißt das denn? Pantau oder was? Ich dachte, Pan ist ein tschechischer Vorname. Dann habe ich aber gemerkt, nein, Pan heißt Herr. Pan heißt Herr, Pani heißt Frau. Aber das hat mich immer noch verstimmt, denn hallo, ich heiße Möller und ich bin Magister und ich habe die Arbeit selbst geschrieben. Aber Moment, das war falsch. Das war ein Missverständnis. Es stellte sich heraus, diese Direktorin redete alle Leute mit Vornamen an, ja? Also auch wildfremde Leute, die sie noch nie gesehen hatte. Pan, was weiß ich, Pan Piotr, Pani Eva, das ist normal. Der Nachname spielte keine Rolle. Leute, ich habe in 20 Jahren Polen meinen Nachnamen ein paar Mal, als ich heute Abend hier ankam am BKA, hat der Organisator: Ah, schön, dass Sie gekommen sind, Herr Möller. Und ich: Ach, Möller, 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 ganz vergessen, ja? Das ist eine andere Welt. Vergessen Sie Ihren Nachnamen. So, jetzt geht's aber weiter. Nach einer Woche hat diese Direktorin mir das Du angeboten. Das war in dieser Schule, ging das sehr schnell. Da waren 37 Lehrer, übrigens alles Frauen, 37 Frauen. Einen Mann gab es, den Sportlehrer, aber der war immer auf Klassenfahrt. So, und die duzen sich alle. Nun bot sie mir das Du an und am nächsten Tag sagte sie, als ich morgens in die Schule kam: Dzień dobry, Stefek. Und ich... Also, ich dachte echt nur, das ist ja jetzt eine Anmache. Nein, wieder Missverständnis. Das ist ganz normal. Wenn man jemanden duzt, redet man ihn nicht mehr mit seinem normalen Vornamen an, sondern mit einer Verkleinerungsform. Ja? Und in meinem Fall ist das Stefek, EK. EK ist so die erste Stufe. Also wenn Sie heißen Uwe Uwek, Klaus Klausek, Karl-Heinz Karl-Heinzek, ja? Das ist ganz normal. Machen Sie sich keine Sorgen. Klaus, Klausek. Bei Frauen K.A. am Ende. Ja, Beate, Beatka. Sabine, Sabinka. Helga, Helgaka. Frauke, Frau Kecker. Erika, Erik. Nee, Bettina, Bettinka. Ja, so. Ganz normal. Aber jetzt gilt die Regel: Je mehr du einen Menschen lieb hast, desto mehr musst du ihn verkleinern. Bei der Weihnachtsfeier, nach 3 Monaten, sagte die nicht mehr Stefek. Wir standen da im Kreis, 37 Frauen und ich, wünschten uns alles Gute. Ja? Das heißt, man muss sich immer 3-mal küssen, das können Sie auch merken. Links, rechts, links. Ja? Ganz kurz, nach der 17. Frau hatte ich schon 51 Küsse hinter mir. Da verstand ich dann auch, warum sich der Sportlehrer krank gemeldet hatte. So, und da sagte die Direktorin zu mir: Frohe Weihnachten, Stefusch. Leute, Stefusch. Ich dachte echt, ich bin doch kein kastrierter Hund. Stefusch, komm mal her, du Stefusch. Ja? Und es geht noch weiter. Nach einem Jahr hörte ich auf, an dieser Schule zu arbeiten. Da winkte mir die Direktorin und sagte: Auf Wiedersehen, do widzenia, Stefcio. Hier sind sie, meine 3 neuen Namen, meine Damen und Herren, in Polen. Du fährst nach Polen mit einem Namen, Steffen. Du kommst nach Hause mit 4, ja. Für viele Ausländer ist das ein Mega-Schock. Viele Deutsche gehen nach einem Jahr zurück nach Deutschland, machen erstmal eine Gesprächstherapie. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja?
Steffek, Steffus, Steffke. Leute, das ist wie mit diesen russischen Puppen, ja? Wo man immer, bei diesen russischen Puppen, Babuschka, wo man immer noch eine kleinere Puppe, ja? Am Ende, wenn du Steffcho genannt, dann gehst du auch so, ja? Tschüss, tschüss, ich bin der Steffcho. Ja, also, diese Frau heißt in Wirklichkeit nicht Doda Elektroda. Im Pass, im Personalausweis steht bei ihr Dorota Rabczewska. Dorota Rabczewska, den Nachnamen hat die Frau selber nur dreimal im Leben gehört. Dodo hört seinen Nachnamen dreimal im Leben bei der Kommunion, bei der Hochzeit, bei der Scheidung, beim vierten Mal hört er ihn nicht mehr. Und Dorota, ja, das ist bei uns Dorothee, Dorothea, wird sofort verkleinert. Dorotka, Dotka, Doda, Dödelchen, Dödelinchen, Riesenbord. So. Und die hat sich jetzt einen Künstlernamen überlegt, Elektroda, ja, damit es sich's reimt. Das ist so, wie wenn ich mich nennen würde, Steffek Elektritschek oder so. Und Doda Elektroda sitzt jetzt hier bei uns im Abteil, meine Damen und Herren. Jetzt verrate ich Ihnen drei Tricks, wie Sie diese Dame erobern können. Ich sage es direkt, diese Tricks habe ich nicht in Wuppertal gelernt, sondern die habe ich gelernt in meiner Serie. Elvi, liebe Emberg Niebosch, ich weiß nicht, ob jeder Berliner regelmäßig alle Folgen guckt. Seit 12 Jahren, seit dem Jahr 2000 läuft diese Serie in Polen. Im zweiten Programm, montags und dienstagsabends um 20.40 Uhr, 45 Minuten ohne Werbeunterbrechung. Keine Vorabendserie, Leute, das ist eine Primetime-Serie. Und da wird jede Folge von 8 bis 10 Millionen Menschen geguckt. Ja, von 38 Millionen Einwohnern. Warum erzähle ich das? Damit Sie ein bisschen so einen Begriff dafür kriegen, was das heißt, dass ich in dieser Serie 7 Jahre lang den deutschen Kartoffelbauer Stefan Müller gespielt habe. Vielen Dank. Danke. Stefan Müller, die Drehbuchautoren haben meinen Namen ein bisschen verändert, damit mich nicht jeder erkennt. Stefan Müller kommt nach Polen in ein kleines Dorf, wo die Serie spielt. Es heißt Grabina. Grabina in der Nähe von Warschau. Dort wohnt die Familie Mostowiak. Vater, Mutter, 4 erwachsene Kinder. Diese Kinder haben alle mega Probleme über hunderte von Folgen. Am Anfang sind alle gegen mich und denken, typischer Deutscher, dieser Stefan Müller, kommt hier nach Polen, kauft das alles auf und möchte wahrscheinlich hier ein Vertriebenenzentrum bauen. Dann merken sie aber, nein, er ist völlig harmlos, wir haben uns geirrt. Erstens pachtet er das Land nur und zweitens hat er eine Eigenschaft, die wir einem Deutschen niemals zugetraut hätten. Er ist romantisch. Und nur in der Serie. Und so kommt es, meine Damen und Herren, dass Stefan Müller in 450 Folgen 3 Ehefrauen kennenlernt. Ja, und jede dieser Ehefrauen hat mir einen Trick beigebracht, den ich Ihnen jetzt verraten möchte. Ganz kurz, hier sehen Sie auch noch meinen besten Freund, das ist mein Hund. Mein Hund, das ist ein Golden Retriever. Der hat von den Drehbuchautoren den Namen Bruder bekommen, auf Deutsch, Bruder. Ich habe mal gesagt, ihr spielt doch, ihr könnt doch nicht meinen Hund Bruder nennen, wie klingt das denn? Ah, haben sie gesagt, Steffek, macht dir nichts draus, versteht sowieso kaum jemand in Polen und da hatten sie recht. Ich werde heute noch öfter in Warschau auf der Straße angesprochen von kleinen Kindern, obwohl ich schon seit 3 Jahren nicht mehr mitspiele. Herr Steffek, ich kann ein deutsches Wort. Ich weiß, was Hund heißt. Bruder. Ja. Und ständig fragen mich die Leute, wo ist eigentlich ihr Bruder? Ach, sage ich, der ist in der Hundehütte, wo Brüder halt so sind. Komisch, ne? Ja. So, meine Damen und Herren, Stefan Müller lernt schon nach 3 Folgen seine erste Frau kennen. Wir dürfen Ihnen jetzt vorstellen, die entzückende Jola. Hier ist sie. Ich habe sie kennengelernt im Dorfsupermarkt. Da wollte sie gerade ihre Taschen. Hier guckt sie noch skeptisch. Aber das hat sich dann geändert. Ich habe zu ihr gesagt, also Jola heißt die eigentlich. Jola, Jolanta. Aber niemand sagt Jolanta. Alle sagen Jola. Und ich habe direkt gesagt, dzień dobry, Jolka. Dann habe ich die Taschen genommen und ihr nach Hause getragen. Beim Kennenlernen kann man das einmal machen. Und habe am Ende gesagt, do widzenia, auf Wiedersehen, Joleczka. Aber Moment, als ich sie am nächsten Tag wieder gesehen habe, da wieder am Dorfsupermarkt, da habe ich gesagt, dzień dobry, Jolululu. Das hatte sie noch nie gehört. Das habe ich mir ausgedacht. Jolululu. Ja, das war Wahnsinn. Es kam direkt zum ersten Date.
meine Damen und Herren, 3 Folgen später, also am nächsten Tag, hatten wir unser erstes Date. Date, auf Französisch Rendezvous, ist übrigens auch ein polnisches Wort ursprünglich. Rendezvous kommt von dem Wort Randka. Randka, also Date, es gibt ja gar kein deutsches Wort. Randka, das Wort können Sie sich leicht merken, weil mein erstes Date tatsächlich auf einem Feldweg am Rande meines Kartoffelackers stattfand. Da sind wir auf und abgegangen, meine Jolo Lulu und ich. Und sie fragte mich, sag mal, Stefusch, wo ist eigentlich dein Bruder? Ach, da habe ich keine Ahnung, der müsste hier irgendwo durchs Gebüsch hüpfen. Tja, und wir gingen weiter, hin und her. Plötzlich hatte ich die Inspiration. Und jetzt kommt Trick Nummer 1. Meine Damen und Herren, auf der Höhe, da wo dieser große Busch ist, blieb ich stehen. Und jetzt habe ich was ganz Verrücktes gemacht. Ich habe meiner Jolo Lulu ein Kompliment gemacht. Ja, Kompliment, das ist, wenn man einem anderen Menschen was Nettes sagt. In Deutschland ist das ja, glaube ich, unter Strafe inzwischen. Kompliment in Deutschland, das ist entweder eine sexuelle Belästigung oder eine Schleimerei. Leute, und das ist jetzt ein Kulturschock, jetzt ein harter Kulturschock, liebe Ehemänner. Polen ist immer noch ein Land, wo es Komplimente gibt. Ich habe das gemerkt in dieser Schule, wo ich gearbeitet habe als Deutschlehrer. In der großen Pause saß ich da 10 Minuten, also 20, und habe mir mal mein Brot gegessen. Und da kamen die anderen Lehrerinnen rein, 37, und die hatten keine Zeit zum Essen. Die haben sich nur Komplimente gemacht, ja? 10 Minuten lang. Das war unglaublich. Aber Agnieszka, deine Dauerwelle, du Lilifee, wo hast du die denn machen lassen? So, und jetzt kommt's. Wenn man ein Kompliment bekommen hat, muss man eins zurückgeben. Ja. Leute, das ist eine Spirale. Das geht 20 Minuten. Oh, Eva, deine Strumpfhose, das ist ja unglaublich. Kannst du mir die Adresse von dem Laden sagen? Und so geht das. Und jetzt habe ich auch Komplimente bekommen. Da war so eine Mathematiklehrerin, die hieß Silvia, so eine kleine Silvia. Die stand immer vor mir und sagte mir, Steffek, Stefcho, du kleiner, süßer Gestapowiec. Du hast einen wunderschönen Scheitel. So, und da wusste ich gar nicht, was ich sagen soll. Leute, wenn die mir sowas sagt, darauf bin ich nicht vorbereitet worden in Wuppertal. Ich habe da ganz blöd gestanden, habe immer nur gesagt, ja, Silvia, Hauptsache gesund. Hauptsache gesund. Hatte ich aus der Apothekenzeitschrift. Das war ein Mist. Ein totaler Mist. Aber, meine Damen und Herren, ich verrate Ihnen jetzt das Kompliment, das ich meiner Jolo Lulu auf dem Feldweg am Rande meines Kartoffelackers gemacht habe. Und das sollten Sie sich aufschreiben, denn das ist wahre Poesie. Hier ist es. Jolo Lulu, teuer Oskarstoffer, Schöpominamik, Staut, Poranneuse, Rosse. Hysterie hier bei den Naked Speakerinnen. Ja. Das hat eingeschlagen. Kurz vielleicht noch die deutsche Übersetzung. Ja, ich weiß auch, dass das Kitsch ist. Ja? Aber das ist eine andere Kultur, Leute. Macht das wieder weg, sonst emigriert keiner. Weg, weg, weg. Jetzt nochmal die polnische Version. Das ist Poesie. Schreiben Sie sich das bitte auf. Aber ich weiß natürlich, dass kein Ehemann sich das merken kann, viel zu viele Wörter. Deswegen haben wir am Wuppertaler Institut für Zukunftsforschung dieses Kompliment wieder verdichtet. Wir haben die Essenz rausgeholt, 2 Wörter, die Sie sich merken sollten, die auch jeder deutsche Ehemann über die Lippen kriegt. Sie lauten super gute. Super gute heißt super Schuhe. Ist nicht die Atombombe, aber besser als nichts, ja? Können wir das mal bitte üben? Super gute, alle Ehemänner, bitte. Achtung, können wir mal bitte zusammen üben, alle Ehemänner und Ausnahmen. 1, 2, 3. Super gute. Ja, Leute, nicht so gelangweilt. Bisschen mehr Energie. 1, 2, 3. Super gute. So, und das macht ihr morgens, mittags, abends, nachts. Und ihr werdet sehen, wie eure Ehe sich verbessert. Als ich zu meiner Jolo Lulu dieses Kompliment sagte, stand sie wie vom Donner gerüttelt. Und dann, 2 Folgen später, kam es zur Hochzeit. Meine Damen und Herren, wir marschierten ein in die Dorfkirche, 150 Gäste. Und da geschah die Katastrophe. Ich voll konzentriert auf meinen Text. Ich musste in wenigen Minuten Ja sagen, Tag. Sie nervös, guckte links, guckte rechts. Dann standen wir vor dem Priester und er fragte sie, Jolanta, wie hieß die eigentlich mit Nachnamen? Weiß ich gar nicht. Sowas weiß man in Polen nicht von seiner Frau. Kowalska, sagen wir mal. Möchtest du Stefan Müller heiraten?
Und da sagte sie doch tatsächlich, weil sie nämlich gerade ihren Ex-Freund gesehen hatte, der unverschämterweise gekommen war, trotz noch und lief aus der Kirche raus, ja? Hat mich stehen lassen vor dem Altar. Es war eine Blamage, kann ich Ihnen sagen. Das ganze Dorf hat über mich gesprochen. Furchtbare Zeit. Bis in die Realität hinein haben mich die Leute getröstet. Meine Metzgerin da in Warschau im Zentrum, Pani Alicia, meinte zu mir, Herr Steffek, machen Sie sich nicht draus, Sie kriegen auch noch eine ab. Und da hatte sie recht. Meine Damen und Herren, 30 Folgen Depressionen, aber in Folge 31 lernte ich meine zweite Ehefrau kennen. Es war die wunderschöne Małgosia. Ja, ja, ja. Da sagen mir viele heute noch, das war ihre beste Frau. Es war bei einem Dorfvergnügen, da in der Dorfschenke, einem Tanzball. Und eigentlich heißt sie Małgorzata, Margareta. Niemand sagt das. Man sagt Małgosia, Gosia. Ja, ich habe direkt beim ersten Tanz gesagt, Goschka. Beim zweiten Tanz, da war ich schon bei Goschenka. Und als ich beim langsamen Walzer am Schluss sagte, Goschilulu, da schmolz sie dahin. Es kam zum ersten Ranka. Wir marschierten wieder über den Feldweg am Rande meines Kartoffelackers. Mein Bruder bellte im Gebüsch. Tja, und dann, meine Damen und Herren, ich natürlich ständig Komplimente. Super Armbanduhr, super Turnschuhe, alles wunderbar. Und ich spürte, die Chemie stimmt. 10 Minuten später habe ich ihr bereits den ersten Heiratsantrag gemacht. 10 Minuten nach diesem Spaziergang sind wir zu mir nach Hause gegangen. Sie sehen jetzt ein Foto, wie ich ihr den Heiratsantrag mache. Und auf diesem Foto sehen Sie Trick Nummer 2. Sie sehen links Małgosia, rechts mich, in der Mitte den Trick. Meine Damen und Herren, liebe Ehemänner, Blumen, Blumen, Sie müssen Blumen kaufen. Das ist Blumen, ich weiß, Blumen kosten Geld, das ist der Nachteil. Aber dieses Geld müssen Sie investieren, glauben Sie es mir. Polen ist ein Blumenland. Es hat, glaube ich, die meisten Blumenläden pro Kopf in der Europäischen Union. Wir Deutsche haben die meisten Apotheken und Versicherungen. Sie müssen das erlebt haben. Zum Beispiel am Tag der Frau, am 8. März. Das ist unglaublich. Alles ganz Warschau ertrinkt unter Rosen. Jeder Busfahrer hat neben sich einen Rosenstrauß liegen und jede Frau kriegt eine Rose. Oder 365 Tage im Jahr müssen Sie mal an den Warschauer Hauptbahnhof gehen, Zentraler. Wenn da abends der Eurocity kommt aus Berlin, dann stehen da die polnischen Ehemänner am Gleis und warten auf ihre Frauen. Jeder mit so einem Blumenstrauß. Viele haben noch einen Gehilfen dabei, der auch einen Blumenstrauß hat. Und dann steigen die Frauen aus, die Männer knien nieder. Ja Leute, so ist das in Polen. 100 Männer knien da am Bahnsteig. Cicho. Und so ist es. So, und dann steigen die Frauen aus, die Männer überreichen die Blumen, der Gehilfe überreicht seine Blumen. Und dann Dzień dobry, Dzień dobry, jagt abends, tada wieder, trudno. Und dann küsst man sich links, rechts, links. Es tut mir immer so leid. Da ist dann immer eine Frau dabei, die kriegt keine Blumen. Die steht so einsam und wartet und wartet. Oh, und da kommt er schon, sie winkt. Und dann kommt da so ein Typ. Komm schnell, beeil dich, ich stehe im Halteverbot. Los. Und Sie können Gift draufnehmen. Der arbeitet im Goethe-Institut. Oder bei der Mercedes-Niederlassung. Leute, Blumen, Blumen, Blumen. Ja? Als ich meiner Goschilulu die Blumen übergab, war sie, dann schmolz sie dahin. Ein Deutscher kauft Blumen, das hat noch nie ein Pole gehört. Und es kam zur Hochzeit. Diesmal ging auch alles gut. Wir standen wieder vor dem Priester. Er fragte, Małgorzata Mostowiak, möchtest du Stefan Müller heiraten? Sie sagte, ja, Tag. Wir marschierten aus der Kirche aus. Dann kam es zum eigentlichen Hochzeitsschmaus und das war wunderbar, 150 Gäste. Kurze Ansprachen der Schwiegerväter und dann so ab 15.10 Uhr gibt es eigentlich nur noch ein Thema bei so einer Hochzeit. Tanzen. Tanzen, tanzen, tanzen. Leute, das habt ihr noch nicht gesehen. Viele Deutsche, wir hatten auch deutsche Gäste, die waren aber nicht aufzufinden. Die waren alle weg. Ja. Ich muss den Ölstand prüfen. Ja. Aber das müsst, ihr müsst einen Tanzkurs machen. Ihr blamiert euch sonst. Ja. Tanz. Oh, jetzt hätte ich fast vergessen, es gibt noch ein zweites Thema. Sehr oft kommt auch ein alter Onkel vorbei, den eigentlich niemand so richtig eingeladen hat. Der hat Geschenke dabei. Hier eine Flasche und hier eine Flasche mit so einem durchsichtigen Inhalt.
Und man darf sich ja nicht selber eingießen, ne? Das darf man nicht, aber keine Sorge, der Onkel ist immer auf dem Posten und der gießt nun den ganzen Abend ein und so geht das in die Nacht hinein. Zwei Themen, Tanzen und Onkel. Tja, und dann so um 10 Uhr gucken die ersten schon so auf die Uhr, die ersten deutschen Tagesthemen. Aber Leute, es geht weiter. 11 Uhr, 12 Uhr, so eine Hochzeit, die endet gegen 5, 6 Uhr. Und jetzt kommt's. Wenn die ersten Deutschen um 7 Uhr auf die Autobahn wollen, nach Deutschland, falsch. Da geht's weiter. Am zweiten Tag nach der Hochzeit geht's weiter. Die haben sogar einen eigenen Namen für diesen Tag. Einen Namen, den wir gar nicht haben auf Deutsch. Poplawine. Poplawine heißt wörtlich Verbesserungstermin. Da wird verbessert, was noch nicht ganz ruiniert ist. Ja? So morgens 9, 10 Uhr kommen die Gäste wieder runter. Da ist Essen aufgebaut, Schmalzbrote, Bigos. Der Onkel ist auch wieder wach. Und so geht das in den Montag rein. Ja? Ich habe einen englischen Freund, der hat eine Polin geheiratet. Der meinte zu mir, Steffek, am Samstag trank ich mit den Polen. Am Sonntag dachte ich, ich sterbe. Am Montag trank ich weiter mit den Polen. Am Dienstag bereute ich, dass ich am Sonntag nicht gestorben war. Aber, meine Damen und Herren, ich habe es überlebt. Ich habe meine eigene Hochzeit überlebt. Es soll sehr schön gewesen sein. Eine wunderbare Fahrparty. Und nun begann unsere Ehe. Und ja, man sieht es vielleicht schon ein bisschen an diesem Foto, es lief nicht gut. Ich würde heute sagen, Leute, nie den Brautstrauß tragen. Das war der Fehler. Ja, ich weiß, ich habe mich zum Affen gemacht. Aus meiner Sicht war es eine gute Ehe. Wir sind morgens um 5 Uhr aufgestanden auf den Kartoffelacker, haben da die Frittierkartoffeln eingesammelt, sind dann abends um 8 ins Bett. Für mich hätte es 50 Folgen so weitergehen können. Aber nein, eines Nachts nach 20 Folgen wachte meine Goshi Lulu auf im Ehebett. Ich schlief. Sie guckte mich an und dachte sich, nein, ich halte es nicht mehr aus mit diesen Kartoffelbauern aus Deutschland. Ich kann es nicht mehr. Zog sich an, stieg in den Bus, fuhr nach Warschau, hat mich verlassen, hat sich schicken lassen. Ich habe später alles im Fernsehen gesehen. Das war ganz böse und ich 100 Folgen diesmal in Depressionen, ganz übel. Ich bin dann immer in die Dorfschenke gegangen, habe da den Onkel getroffen. Wir haben Schach gespielt bis Morgengrauen. Aber nach 100 Folgen hat es dann doch noch ein gutes Ende genommen. Meine Damen und Herren, in der 101. Folge habe ich meine dritte Ehefrau kennengelernt, mit der ich bis heute glücklich verheiratet bin. Es war die Kellnerin in der Dorfschenke, Ella. Ella. Da ist es bereits, das Hochzeitsfoto. Also, Ella heißt eigentlich Elzbieta, Elisabeth, aber niemand sagt das, ja. Beste Personalausweise, das hat in Polen, das ist Makulatur, das hat nichts mit der Realität zu tun. Ella, Ella, Elka, Elunia, Elusha. Es kam zum ersten Ranka. Mein Bruder bellte im Gebüsch. Wir marschierten wieder über den Feldweg am Rande meines Kartoffelackers und ich wollte gerade ein Kompliment machen, da unterbrach mich Elululu und sagte, Stopp, Steffek, ich habe mal eine Frage an dich. Kannst du mir zwei Worte sagen? Wenn du diese beiden Worte sagen kannst, werde ich deine Frau, weil noch nie ein Deutscher es geschafft hat. Meine Damen und Herren, wir zeigen Ihnen jetzt einen Filmausschnitt aus einer der berühmtesten polnischen Komödien aus dem Jahr 1969. Wie ich den Zweiten Weltkrieg begann, ist der Titel. Jak rozpętałem drugą wojnę światową. Sie sehen jetzt die Schlüsselszene. Bitte Aufmerksamkeit. So, meine Damen und Herren. Das wird jetzt geübt. Mach die Tür da hinten zu. So, da ist er. Der Mann heißt Gregor. Ja, Gregor. Aber Gregor, Leute, da sind wir schon ein bisschen weiter. Das ist uns zu simpel. Da steckt er zweimal drin, Jacqueline, also heißt der Mann Grzegorz. Alle zusammen, 1, 2, 3. Grzegorz. Ja, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Buchstabe für Buchstabe, B. Dann kommt RZ, Jacqueline. Dann E mit einem Häkchen drunter, das ist kein Weichheitszeichen, was runtergerutscht ist. Das ist eine Nasalierung. Wenn Sie morgen einer fragt, wie war es gestern bei diesem Möller, dann sagen Sie bitte nicht, dann sagen Sie, incroyable, ja. Dann kommt CZ, Tschaikowski, der große Pole. Dann kommt Y, Ö, ne. Und dann kommt SZ, CZ. Ja,
Aber Leute, ganz ruhig bleiben, das kennen wir schon, ja? An dieser Stelle verlassen immer Leute den Saal, ich kenne das. SZ, CZ, ich mache das jetzt gut. Leute, CZ, Tschaikowski. Und SZ, da gebe ich Ihnen jetzt auch eine Eselsbrücke, da denken Sie in Zukunft immer an den großen polnischen Komponisten Dmitri Schostakowitsch. Der Vater kam aus Wilna, das war vor dem Krieg polnisch. So, Schostakowitsch und Tschaikowski. Und dann wird das ganz leid. Sie kennen das übrigens auch aus der Suppe, die wir vorhin hatten im Bigos-Rap. Barscht. Ja, barscht. Ja. Können wir das mal üben? Als Vorstudie zu diesem Wort? Barscht. Eins, zwei, drei. Barscht. Das ist mein Lieblingsmoment in der Show. Sie können das nicht sehen. Ich sehe das von hier oben, wie die Spucke durch die Gegend spritzt. Das ist auch der Grund, weshalb ich hier 3 Meter Abstand halte. Die müssen mal in Polen ins Theater gehen. Hamlet, ja, 5 Mann auf der Bühne, die nehmen die ersten 10 Reihen raus. So, Achtung, dieses Wort heißt Dzerntschüschtschükiewicz. Können wir das mal üben? Leute, nur, erstmal nur Ehemänner. Eins, zwei, drei. Leute, gut, dass ihr schon verheiratet seid. Alle zusammen, wir helfen. Eins, zwei, drei. Wunderbar. Als ich das ungefähr so sagte, zu meiner Elololo auf dem Dorf, auf dem Weg am Rande meines Kartoffelackers, war sie im 7. Himmel. Sie umarmte mich, sie küsste mich. Wieso kommen Sie jetzt wieder? Sie packte mich am Ärmel und zog mich hinter das Gebüsch. Und dort auf einer großen Wiese praktizierte sie mit mir den polnischen Nationalsport. Pilze sammeln. Sie dachten Fußball, ne? Nein, Leute, kein Fußball. Fußball, nein. Fußball ist, ja, es gibt auch Fußball, okay. Aber Pilze, wenn Sie am Montagmorgen ins Büro kommen, da fragt niemand, wie hat Hertha gespielt oder Union, das interessiert nicht. Jeder fragt, wie viele Pilze hast du denn gesammelt? Hat welche Pilzesuppe hat deine Schwiegermutter gekocht? Kannst du mir das Rezept geben? Leute, wer zwischen Juni und November am Wochenende nicht mit einem Pilzeeimerchen durch die Wälder rennt, der ist ein bisschen komisch. Ja? Der ist ein bisschen komisch, so wie wenn man sich in Deutschland nicht für Fußball interessiert. Wer in Polen, ja, keine Pilze, das ist wie ein Deutscher, der am Tag des WM-Finales auf Arte in portugiesischen Schwarz-Weiß-Filmen guckt. Also, ihr müsst Pilze sammeln und Sie fragen sich sicherlich, was unsere aufwendige Bühnendekoration hier zu bedeuten hat. Das kann ich mal ganz kurz. Ja, ich darf mal fragen, meine Damen und Herren hier im Publikum, gibt es unter uns heute Abend hier jemand, der noch nie in seinem Leben Pilze gesammelt hat? Bitte mal um Handzeichen. Gibt es hier Leute? Da, zwei. Leute, meldet, outet euch, das ist nicht schlimm, es ist okay. Darf ich mal die beiden Herren und die junge Dame zu mir bitten? Ganz großer Applaus. Leute, bitte kommen Sie mal zum... Bitte kommen Sie, ja? Vielen Dank. Danke. Hier die beiden jungen Herren, wunderbar. Riesenapplaus. Vielen Dank. Hallo. Merken Sie sich das. Nie wieder melden im Kabarett. Wunderbar. Augenblick, es geht gleich los. Ja, ich muss jetzt ganz kurz noch die Polen fragen, weil ich muss jetzt kurz Polnisch reden. Das ist die Sprache der Pilzekenner. Viele Polen überlegen seit 2 Stunden, was ist das für ein Pilz, ja? Proszę Państwa. Co to jest za grzyb? Można strzelić teraz? Kania. Słucham? Kania. Kania? Kalt. Sie haben sich schon ganz schön germanisiert. Wie bitte? Koźlak? Borowik hier ganz daneben. Steinpilz, also vollkommen. Aber Leute, es ist immer dasselbe, ja? 2 Polen, 5 Pilze. Es hat mir. Wer hat hier gerade Borowik gesagt? Borowik, die junge Dame? Darf ich Sie kurz zu mir bitten und die junge Dame auch? Bitte einen Riesenapplaus! Zapraszam. Vielen Dank, dass Sie sich freiwillig, ja, auch reinrufen sollte man nicht. Vielen Dank, sehr nett. Vielen Dank. Dzień dobry, Pani. Meine Damen und Herren, und jetzt darf ich mal ganz kurz hier unsere Kandidaten vorstellen. Kommt mal einen Schritt nach vorne, die Leute wollen euch sehen, die freuen sich, dass Sie jetzt nicht hier stehen. Ich darf euch mal als erstes vorstellen. Dobry wieczór, guten Abend. Darf ich fragen, wie heißen Sie? Viola, ein sehr schöner Name. Aus welcher Stadt? Viola, kann ich direkt Violka sagen? Ist das okay? Ja, Steffek, ich bin Steffek. Violka, woher kommen Sie? Aus Breslau. Aus Breslau.
Polnisch. Das ist Polen. Hallo, ich bin doch hier der Lehrer. Wrocław. Wenn man Wrocław sagt, das ist, gibt direkt Zusatzpunkte, ne? Dann kommt man schnell, wird man schneller Staatspräsident. Ja. Und Sie leben hier in Berlin? Ja. Teilweise. Teilweise. Ah, Sie pendeln hin und her, helfen ja. Arbeitslosen in Wrocław. Arbeitslosen Deutschen. Auch. Okay, sehr schön. Wjolka, vielen Dank. Darf ich fragen, wie heißen Sie? Julita. Julita? Julitka? Jula. Was? Jula auch. Jula. Das gefällt mir. Für mich sind Sie Julululu. Ist das okay? Ganz schön. Darf ich fragen, kommen Sie her aus Wrocław? Nein, aus den Masuren. Aus Masuren. Welche Stadt? Elk? Rągowo? In der Nähe von Nikolai. Mikołajki? Kenne ich, bin ich alle Seen hoch und runter gefahren. Und Sie leben jetzt hier in Berlin? Genau. Und gefällt es Ihnen hier in Deutschland? Ja. Leute, Moment mal, das ist Negative Thinking, das heißt super gut. Ja, ist, ne? Ja. Ja. Muss, ja, muss, ja, sehr gut. Sie ist noch immer nicht germanisiert, das freut mich. Ja? Viele sagen da super, aber das ist natürlich voll daneben. Gut, Julululu, vielen Dank. Darf ich fragen, wie heißen Sie? Birgit. Leute, auch da kann man noch was draus machen. Ja? Birgitka, wir gehen ganz streng nach der Regel, Birgitka, Birgusha, ist das okay? Bjolka, Birgusha, kann ich das sagen? Schon mal in Polen gewesen? Nein. Noch nie? Doch einmal in Swinemünde. Swine Zigaretten kaufen. Nein. Nur angucken, mit dem Fernstecher einmal rüber nach Polen. Das freut mich, liebe Birgitka, für Leute wie Sie mache ich doch den ganzen Mist hier. Ja? Freut mich, finde ich super, dass Sie gekommen sind. Und Sie leben hier in Berlin? Ja. Aha. Wunderbar. Vielen Dank. Und darf ich den nächsten fragen, wie heißen Sie? Alex. Alex, ist ein alter polnischer Name. Kommt von Alexander. Wissen Sie? Ja, wissen Sie, wie man in Polen dazu sagt, Alexander? Nicht Alex. Nicht Alex. Oleg. Oleg. Ich höre eine Schwiegermutter im Hintergrund. Habe ich recht? Ja. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Oleg, wo wohnt die Schwiegermutter? Auch in Berlin. Oh, der arme Mann. Sie brauchen gar nicht mehr hinfahren. Ist sie heute Abend hier? Nein. Gut, aber grüßen Sie trotzdem ganz herzlich von mir. Oleg, Sie kommen hier aus Berlin, sind original Berliner und schon mal in Polen drüben gewesen oder spielt sich das hier alles schon in Kleinpolen ab in Berlin? Ist mehrfach schon drüben. Ah, wunderbar, sehr gut. Oleg. Oleczek für mich. Ja? Wir kennen uns doch schon bei 2 Minuten. So, jetzt darf ich noch den letzten Gast. Hallo. Sven. 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 Machen wir direkt ein Weichheitszeichen drauf und sagen Sven. Ja? Svenek. Okay. Waren Sie schon mal in Polen? Ja. Wo waren Sie? Es war Ostern und Weihnachten. Ah! Heute habe ich aber einen Volltreffer hier gelandet. Aber was mich wundert, Sie haben beide noch nie Pilze gesammelt, ja? Noch nie Pilze. Nein. Wahnsinn, was? Ich verstehe, Sie sind ja auch am Tisch fest gekettet in der Küche. Sie haben gar keine Bewegungsfreiheit. Svenek. Und Sie kommen hier aus Berlin. Sie sind ein Berliner. Wunderbar. Meine Damen und Herren, jetzt habe ich alle vorgestellt, aber keine Sorge, wir machen jetzt keinen Pilzekurs. Sie haben wirklich noch nie Pilze gesammelt? Nein. Die Polen. Ich habe Angst davor. Sie haben Angst davor. Ah, ich dachte schon, Sie haben Angst vor den Polen im Wald. Wissen Sie, der Pole, viele Polen hier in den Wäldern im Grunewald am Samstagnachmittag wimmelt ja von Polen, die haben nur noch einen natürlichen Feind. Die Russen. Die gehen hier rum und sammeln alles, sogar die Giftpilze. Ah, das ist. Aber lassen wir das. Meine Damen und Herren, wir reden nicht weiter über Pilze. Wir reden jetzt über was anderes. Ich habe Ihnen versprochen, 3 Tricks, mit denen Sie Doda Elektroda erobern können. Am Horizont erscheint bereits die Silhouette der Hauptstadt, Oleksek und Svenek. Ich weiß, wo Warschauer Zentrale. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Meine Damen und Herren, Warschauer Zentrale. Viel Spaß. Pan Mirek, der Schaffner. Das ist Warschau. Meine Damen und Herren, jetzt gehen wir ins Abteil zur unser Doda Elektroda, wir wenden unsere 3 Tricks an, wir machen ein Kompliment, wir haben Blumen besorgt
Und wir können sogar sagen, Jagger Stenschischikiewicz. Sie ist im siebten Himmel. Sie möchte uns heiraten. Wir bestellen per Telefon das Aufgebot. Am Bahnhof in Warschau wartet bereits der Priester, die Kapelle. Am Bahnsteig wird geheiratet. So ist das oft in Polen. Denn müssen Sie eine Sache können, und das ist natürlich tanzen. Bei Ihrer eigenen Hochzeit können Sie sich nicht unter dem Tisch verstecken. Da wird getanzt. Meine Damen und Herren, wir werden jetzt hier... Svenek, alles okay? Ja. Okay, Svenek. Noch nie getanzt? Selten. Ja. Aber das muss jetzt geschehen. Svenek, das ist, weiß, das ist die größte Kulturhürde. Meine Damen und Herren, wir tanzen jetzt den wichtigsten polnischen Tanz. Ich frage einfach mal Birgitka, Sie waren noch nie drüben. Was glauben Sie, ist der wichtigste polnische Tanz? Einfach Polka. Polka. Die Polka ist der einzige Tanz weltweit, der nicht aus Polen kommt. Das ist ein böhmischer Tanz. Aber wenn man genauer hinguckt, da laufen jetzt Forschungen. Im 9. Jahrhundert ist wahrscheinlich ein polnischer Soldat nach Böhmen rübergehüpft. Lassen wir das. Birgitka, wir tanzen nicht die Polka. Wir tanzen einen Tanz, den man nicht nur bei Hochzeiten gerne tanzt, sondern vor allen Dingen beim Abitursball. Der Abitursball ist eine heilige Geschichte. Wir haben hier ein Foto. Und da wird dieser Tanz getanzt. Das ist unglaublich und natürlich ist es, Jululu, Polonaise. Die Deutschen kennen das unter der verballhornten Version Polonaise. Ne? Leute, viele glauben, das ist ein Tanz aus Wuppertal. Bis nach Wuppertal, lalalala. Nein. Nicht ein Zombie hing am Glockenseil. Wir tanzen jetzt die Original-Polonaise aus Polen. Das ist ein aristokratischer Tanz aus dem 17. Jahrhundert. Und wir werden, das ist unglaublich, Sie müssen das mal gesehen haben, in der Sporthalle, in der Schule, vor dem Abitur, vor dem Abitursball, wenn die Abiturienten das üben, wochenlang. Leute, da kommt sogar der Sportlehrer mal kurz in die Schule für 2 Wochen und übt das mit denen. Das ist eine Wissenschaft für sich. Ja? 1 Woche lang Körperhaltung, 1 Woche lang der erste Schritt. Kein Volleyball, kein Fußball. Meine Damen und Herren, wir üben jetzt eine Original-Polonaise. Körpersprache sagt auch was. Meine Damen und Herren, Moment, keine Sorge. Wir üben das jetzt ganz Schritt für Schritt. Ich darf jetzt mal als erstes Birgitka zu mir bitten. Ja, wir beide bilden jetzt das erste Paar. So, Olecek, bitte sehr, hier. Und ihr das dritte Paar, so. Augenblick mal. Falsch, wir haben eine falsche Reihenfolge. In Polen führt noch der Mann. So, Augenblick, so. Augenblick, so. Und jetzt die Herren bitte. Die Hand, die linke Hand auf den Rücken. Haltung, Oleg, Haltung. Das ist ein aristokratischer Tanz, ja. Svenek, sehr gut. Die rechte Hand, so ein bisschen hoch, so bis zur Hälfte, aber nicht höher, bitte. So, wunderbar. Die Damen, bitte, mit der rechten Hand in die Hüfte. Birgitka, so, mit der rechten Hand, wunderbar. Und mit der linken Hand, die legen Sie vertrauensvoll auf meine Hand, wunderbar. Haltung. Und jetzt gibt es nur noch... eine Regel, wir zählen bis 3 und bei 1 gehen wir leicht in die Knie. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Svenek, nicht so tief. 1, 2, 3. 1, 2. Wunderbar. Meine Damen und Herren, zum Abschied meiner Expedition zu den Polen tanzen wir jetzt eine Original-Polonaise für Sie. Sie hören Musik aus dem Film Panther Deus von Andrzej Wajda. Die Musik hat geschrieben Wojciech Kila, Birgitka, sind Sie fertig? Wir tanzen rechts rum, ja? Meine Damen und Herren, Musik ab! Oleg, Haltung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
Lulu, Lulu. Dziękuję. Wir sehen uns bei der Einzelberatung, ne? Vielen Dank. Vielen Dank, das war ganz toll. Alles Gute. Zimmerchen. Svenek, du hast es gelernt. Alles Gute. Vor dir ist eine große Karriere. Oleg, auch Männer dreimal. Alles Gute. Tschüss. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Tschüss. Alinka, den Kürzwasser, super, feier. Super, gute. Vielen Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren, liebe Auswanderer, zum Abschluss habe ich doch einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe gesagt Tschüss. Also so kurz kommt er in Polen nicht davon. Verabschiedungen sind sehr wichtig. Man verabschiedet sich lange und herzlich. Mit Tschüss und auf Wiedersehen, bis nächstes Mal, ist es nicht getan. Ja? Ihr müsst sagen, auf Wiedersehen, niesen kann man auch. Auf Wiedersehen heißt auf Polnisch do widzenia. Leute, die verabschieden sich lange. Es gilt die Faustregel, eine Stunde im Wohnzimmer, zwei Stunden im Flur. Alle zusammen, do widzenia, eins, zwei, drei. Do widzenia. Ja, aber so wie wir auch immer Tschüss sagen, haben die auch ein kurzes Wort. Unser Tschüss kommt übrigens auch aus dem Polnischen, und zwar von folgendem Wort. Sie sehen am Anfang Tschaikowski, dann kommen S und C mit Strich drüber. Das sind keine Weichheitszeichen, das sind Cousins von Schostakowitsch und Tschaikowski. Deswegen sagt man Tschech. Eins, zwei, drei. Tschech. Wunderbar. Und jetzt sagen die Polen, also unglaublich, was die da alles sagen. Kwaniam, Szenisko, Szczyskam, Pozdrawiam, Całuję. Ich wünsche, Szeroki Drogi wünschen sie sich. Breiten Weg, ja. Das hat mit dem Onkel zu tun. Die wünschen sich, oder Gummibäume am Straßenrand wünschen sie sich. Wirklich. Ja, das können wir jetzt hier nicht alles üben, das führt zu weit. Noch zwei kleine Wörter bringe ich Ihnen bei, damit Sie ein bisschen Futter haben im Flur für die Schwiegermutter. Tschech, pa und hey, alle zusammen! Tschech, pa, hey! Meine Damen und Herren, das war wunderbar. Jetzt habe ich nur noch zwei Pflichten, als ich war heute Abend Ihr Gast hier in Berlin. Ich muss Ihnen als Gast am Ende in Polen ein Kompliment machen, dem Gastgeber. Meine Damen und Herren, ich darf sagen, das war die beste Show, die ich je hatte. Vielen Dank! Vielen Dank, bravo. Vielen Dank. Vielen Dank. Und noch eine zweite Sache. Ich war heute Abend Ihr Gast und nun habe ich die Pflicht, Sie als den Gastgeber zu einer Gegeneinladung einzuladen, ja? Viele Polen haben mir schon geklagt, ja, und meine deutschen Freunde haben mich noch nie zu sich nach Hause eingeladen, in 20 Jahren nur einmal zur Pommesbude und am Ende wurde die Rechnung geteilt. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie mal nach Polen kommen, ja, besuchen Sie mich. Ich wohne in Warschau, in einem kleinen, bescheidenen Häuschen im Stadtzentrum. Da sind Sie gerne gesehen. Tschech, pa, hey! Tschech, pa, hey! Tschech, pa, hey! Wir sehen uns jetzt gleich alle draußen bei der Einzelberatung. Bis gleich, alles Gute in Ihrem neuen Leben. Tschüss! Super, bitte. Tschüss!